Moin Moin, ihr Landratten, da sind wir wieder. Wie ihr merkt, eine professionelle Produktion mit mir hier im Hintergrund. Moin Moin, ihr Landratten. Wie ihr merkt, es ist wieder eine professionelle Produktion hier aus dem norddeutschen Raum. Schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Adam und wir haben schon mal eingeparkt. Beziehungsweise der Mann, um den es heute gehen soll, der hier extra für euch am Start ist. Kleine Tour, bisschen auf spontan angelegt. Wir gucken mal, was passiert. Seid ihr schon alle da? Wundervoll, dann ist hier der Mann. Nein, noch nicht, noch nicht. Ah, da okay, darf ich denke, erst mal reinkommen in den Stream. Da will noch jemand Story machen. Chat, es kam eben schon zu den ersten Flexversuchen hier. Ja, Moment, wir sind bloß live, musst du aufpassen, falls du mich zu sehen sein willst. Ne? Vater mit Kind, Tochter, ich weiß gar nicht, 8-9 Jahre alt, war direkt schon Zeugin davon, wie krass laut das Teil sein kann. Da bin ich als Tesla-Fahrer natürlich heillos überfordert, als ich das gehört habe. Ja, schauen wir mal, wer hier reinspaziert, so ganz auf entspannt. Moin, moin. Na? Ich hoffe, ihr habt gute Laune. Wir machen heute eine kleine Sightseeing-Tour durch Buxtehude und Umgebung. Erstmal müssen wir das Baby sauber machen. Ich glaube, ich habe den mittlerweile, also er sieht nicht so aus, aber er ist bestimmt schon ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr nicht sauber gemacht worden. Eigentlich dumm, ihn bevor wir losfahren sauber zu machen, aber ich habe gehört, dass auch eine gewisse Erregung bei euch ausgelöst wird, wenn man das Baby einseift und ähnliches. Deswegen werden wir mal nicht lang schnacken und einfach mal loslegen. So, ich muss ehrlich sagen, ich bin immer jedes Mal wieder überfordert, wie was machen muss. Das Waschprogramm. A, B, abspülen des Shampoos, Heißwachs. Wir machen erstmal A, Abwäsche. Bumm. So. Und Abfahrt. Ah. Der Kollege darf auch nicht in die Waschanlage. Also ich muss ihn per Hand sauber machen. So wie mein Penis. Denn nicht wie mein Penis. Der ist zu groß. Mit dem Heckspoiler darf ich in keine Waschanlage reinfahren. Dementsprechend benötigt der Lamborghini eine Handwäsche. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, klar, man hat nicht immer Bock, in die Waschanlage zu fahren, ist deutlich entspannter und ja, man kann dabei chillen, am Handy spielen und so eine Scheiße. Aber so eine geile Handwäsche bei so einem schönen Auto ist schon, ich will jetzt nicht sagen, sehr männerhaft, aber holt mich auf jeden Fall auch ab. Macht mir auch Spaß, ja. Und dementsprechend machen wir das jetzt hier mal. Oh, der wird gleich so schön glänzen. Ich sag's euch so, wie es ist. Hinter der Kamera Ehrenbruder Adam, der jetzt eher wie kein Mikrofon oder nur so ein Halbmikrofon hat. Ich hoffe, man hört ihn trotzdem immer mal wieder. Wir werden heute eine Tour durch Buxtehude machen. Also ein bisschen durch Buxtehude fahren. Wir werden aber auch Autobahn fahren und den Wagen mal versuchen, an die 300 zu preschen. Wenn natürlich die Umstände auf der unbegrenzten Autobahn gut sind. Ich bin mal gespannt, wie Adam auch das Fahrerlebnis für sich empfindet. Nicht jeder mag das, aber ich muss ehrlicherweise sagen, die wenigsten mögen es nicht. So, dann schauen wir mal. Oh, Digga, das, ich sag dir ehrlich, falls ihr euch irgendwann mal fragt, wenn der dritte Teil vom Buch rauskommt, vom Millionär zur Insolvenz, hier geht mein Geld rein, in die Waschanlage. Naja, vielleicht, wir gucken Freestyle. Vielleicht fahren wir auch nach Hamburg rein, fahren über die Köhlbrandbrücke, gucken uns ein bisschen in Hamburg um. Wir machen so, wie wir Bock haben. Als allererstes waschen wir den Wagen, tanken den Wagen, fahren ein bisschen durch Buxtehude und gucken dann einfach mal, wo uns die Lust und Laune hintreibt. An der Stelle nochmal, wir machen hier einen IRL-Stream, bitte nicht wieder verklagen. Ich habe schon noch eine Gerichtsverhandlung. Noch eine Gerichtsverhandlung kann ich nicht gebrauchen. Keine Anzeige, bitte. Diese scheiß Fliegenkacke ist echt hartnäckig penetrant. Aber ich muss den gleich mal schön einseifen. Pass auf, Adam. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr Bock hättest du, dass ich dich jetzt einseife? Mit Equipment so 3 oder 2. Das ist ja nicht so viel. Ja. Vertrau mir. Das ist eine schöne intensive Pflege. Dass ihr das noch mal erleben könnt hier, wie der Onkel Monte selber am Arbeiten ist, so. Mein Gott, direkt schon wieder Rückenschmerzen, Kappa.
Danach erstmal 2 Wochen Urlaub, kein Stream. So. Moment, ich weiß gar nicht, habe ich den ausgelassen? So. Bei dem Auto bin ich ein bisschen stolz. Gut, ich habe ihn auch erst etwas über 6000 Kilometer gefahren, aber ich habe noch keinen Kratzer in der Felge. Was ich von meinem GLS nicht behaupten kann. Der hat nämlich schon einige Kratzer. Ja, Digga, also ich sag dir wirklich, das Ding zieht einen wirklich die Taler aus der Tasche. So, jetzt machen wir mal das nächste Programm. Warte mal. Als nächstes Shampoo. Da schmeißen wir mal direkt, ist ja schlimmer als ein Spielautomat, sage ich. Da schmeißen wir mal direkt 2 Münzen rein. So. Und jetzt kommt der erotische Part. So, an alle Klugscheißer, oh, mit Bürste, Lack kaputt und so. Ich habe hier eine Schutzfolie drauf, eine Steinschlag-Schutzfolie. Also das, was ich hier mache, schadet dem Lack in keinster Art und Weise, ganz im Gegenteil. Das ist alles hier ordnungsgemäß. Aber es ist auch gleichzeitig hier der anstrengendste Part, sage ich. Ach, Digga. Aber ich lasse ja Agatha wirklich viel machen. Aber an dem Punkt, wo ich zu Agatha mal sagen werde, Agatha, fahr mal mit dem Lambo in die Waschanlage und mach mal für mich mein Lambo sauber, der Tag wird nicht kommen. Das mache ich dann doch lieber selber. Stellt euch mal vor, die wird mir Kratzer reinfahren oder keine Ahnung. Doch, nee, nee, der schäumt, Digga. Du musst das hier nicht umstellen? Nee. Ach so, doch. Ja, aber da kommt doch Schaum. Ja, das ist. Warte mal. Ach, scheiße, Digga, peinlich. So, jetzt aber. Naja, habe ich für umsonst gerubbelt. Aber viel mehr Schaum kommt da jetzt auch nicht, sage ich dir. Na doch. Ah, peinlich. Das war ein peinlicher Moment, sage ich. Bin hier fleißig am Rubbeln, Digga, kommt gar kein Schaum, Alter. Naja. Digga, das ist wirklich anstrengend, sage ich. Also hiernach definitiv erstmal 2 Wochen Urlaub. Oh, das, ich sag dir, das macht mich am meisten geil, die Felgen sauber zu machen, Digga. Ja. Guck mal hier, mach mal ein Close-up, Digga. Wie geil. Oh, wie der Schaum am Spritzen ist, Digga. Oh, das schöne Lamborghini-Logo. Das macht mich wirklich ein bisschen geil, sage ich wirklich. Oh, ja. So. Oh, ich bin echt schon kaputt, sage ich ehrlich. So. Du bist noch nie, also Adam ist den einzigen Wagen, der schnell ist, den er gefahren ist, ist ein Tesla. Bin mal gespannt, wie für Adam die Erfahrung in so einem schönen V10 ist. Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Angst? Ja. Angst brauchst du nicht haben, Digga. Die einzige Angst, die du haben musst, ist vor Idioten, die selber ihren Wagen nicht beherrschen und einfach rüberziehen und so eine Scheiße. Davor habe ich am meisten Angst. Aber ich habe mittlerweile ja meinen Führerschein auch schon einen gewissen Augenblick und fahre ja auch schon einen Augenblick schnelle Autos. Dementsprechend kann ich dann doch schon ganz gut einschätzen oder beherrschen, was der Wagen darf, was ich darf mit dem Wagen und was nicht. Also das Schlimmste ist, glaube ich, was du machen kannst, wenn du ein Auto, also allgemein Auto, aber natürlich auch noch Autos mit hoher Drehzahl und viel PS, wenn du da wie ein Idiot fährst, Dinge machst, die du vorher noch nie gemacht hast, nur um Leute zu beeindrucken, das ist wirklich so das Schlimmste, finde ich, was du machen kannst, weil du, wenn du das machst, allein, piss dich. Moin Moin, ey Jungs, was geht? Danke, danke, Jungs. Wir sind hier am Film. Ne? Nicht, dass man euch sieht. Heidi, Allah, ciao, ciao. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ach so. Was? Ja, ja, genau. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist, wenn du idiotische Fahrmanöver machst und Beifahrer hast und die in Gefahr bringst. Wenn du alleine auf der Landstraße fährst und entschließt, überhöhtes Tempo zu fahren, dann ist es auch Kacke. Aber wenn du dich alleine gegen einen Baum setzt, dann ist es am Ende des Tages nur du, den du verletzt. Aber wenn man so einen Quatsch macht, um Leute zu beeindrucken, das geht gar nicht. Deswegen fahre ich eigentlich immer eher noch mal ein bisschen entspannter, wenn ich Leute dabei habe, weil ich will ja nicht, dass die sich wehtun.
oder ich möchte die nicht in Gefahr bringen. Digga, das ist so anstrengend, Mann, ich hab da gar keinen Bock mehr drauf. Die Scheiße, die hast bloß nicht gemacht. Hätten wir einfach eine Fahrradtour gemacht. So. So. Ja, so. Okay, gleich spritzen wir die Scheiße ab. So. Sieht doch ganz gut aus. Wie viel haben wir denn noch? Oh. Bisschen noch und dann. Gut. Kennst du meine Frau? Die arbeitet bei Maristo. Wen? Die Dammler. Was? Dammler. Ich glaube schon, ja. Ich kenne alle da. Ja? Ja, aber nicht mit Namen. Und vor allen Dingen von den Frauen da, da guckt man ja nicht. Man geht nur zum Essen dahin, Digga. Ne? So, wo ist denn jetzt das Kleingeld? Warte mal. Nee, nee, heute nicht, Digga. Mann, Digga. Reicht doch jetzt. So. Mach's gut, ciao, ciao. So. Jetzt wird der Schaum abgespritzt, Digga. Das mache ich aber systematisch erst auf der Seite, wo ich als erstes den Schaum gemacht habe. Ah. Ja. Aber ganz sauber geht die Drecksau nicht. So eine Scheiße. Naja, der war ja ein halbes Jahr nicht sauber gemacht. Der hat sich einiges intensiver reingebrannt. Oh. Ja. Yeah. Jungs, reicht doch jetzt, Mensch. Mein Gott. So. Ja, irgendwann ist auch mal Schluss mit lustig, Digga. Bisschen haha, hihi, okay. Aber immer so übertrieben, weiß ich jetzt nicht, Digga. Bin ich nicht so ein Freund von. So. Digga, was ist das für eine Scheiße? Ah, also ich sag euch ehrlich, das ist der am Auto sauber machen der schönste Moment. Wenn man den Shampoo, wenn der Shampoo runtergespült wird. Oh, sorry, Adam. Oh, ey. Jetzt wirklich. Ciao, ciao. Oh, rein, Jungs, ciao. So. Ja, was soll ich euch sagen? Ne? Man ist halt ein wenig bekannt. So. Ich weiß noch, damals habe ich den Fehler gemacht, als ich den Wagen ganz neu hatte. Da habe ich das erste Mal den Wagen mit der Hand sauber gemacht. Bin vom Hof gefahren und die Bremsen und alles waren noch gar nicht richtig im Gange, weil alles nass war. Da habe ich jetzt keinen Unfall gebaut, aber da habe ich mich ziemlich erschrocken. Das weiß ich noch ganz genau. Und ich hoffe, dass ihr Bock habt, gleich zu fahren. Gut, wir müssen als allererstes nochmal schnell tanken. Das ist das Wichtigste. Wir müssen auf jeden Fall tanken. Denn ist fast nichts mehr drin. Aber ich muss mal kurz gucken. Okay, ich habe kurz in meiner Mod-Gruppe geguckt, die hatten reingeschrieben, dass der Stream irgendwas nicht richtig funktioniert, aber scheint alles zu funktionieren jetzt. Was? Ja, ja. So, ja, gleich kommt noch ein Wachsüberzug, so dieser Abperleffekt. So. Von innen drinne könnte ich ihn auch noch sauber machen, ich kann es aber auch sein lassen und ich entscheide mich für Zweiteres. Okay. Sieht gut aus. So. Na, ganz der Dreck ist nicht weggegangen, die Scheiße hier, ne? Habe ich nicht richtig eingeschäumt, den Eumel. Ein paar Flecken sind noch da, das ärgert mich jetzt. Da kommt der innere Monk durch.
Na komm. Lass los. Löse dich. Ne. Müll. Okay. Und jetzt Oberflächenschutz Nummer 5. Nochmal die letzten Münzen hier loswerden. So, Moment. 1, 2. Das ist jetzt so ein wachsmäßig, halt Oberflächenschutz, ne? Wo alles so abperlt und sowas. Habe ich das richtig eingestellt jetzt? 5, Oberflächenschutz. Nee. Nummer 4 wollen wir. Heißwachs. Hey! Ah, jetzt das ist das Wichtige. Heißwachs erstmal. Damit alles schön abperlt und so ein Dreck. So. Ich komme gleich rüber, Adam, und dann gönnen wir uns nochmal die schöne Felge. Guck mal, sieht das nicht sexy aus? Wow. Oder? So. Jo. Wenn man jetzt natürlich nochmal ganz penibel sein möchte, dann wird man den auch wischen. Die Scheibe vom Motor beispielsweise nochmal sauber wischen. Mit schön Glasreiniger und Küchenrolle, aber das habe ich jetzt alles nicht dabei. Wichtig ist, dass er von außen gut aussieht. Und ich habe mir auch gedacht, dass das eigentlich ein ganz cooles, in Anführungszeichen, Intro ist. Anstatt stumpf direkt loszufahren, erstmal den Wagen sauber machen, ein bisschen Ha-Hi, Hallo sagen. So. Sieht ganz gut aus. Und jetzt Oberflächenschutz enthält. Oh, scheiß drauf. Nehmen wir mit. Bumm. Dann machen wir nochmal die letzte Münze rein. Oder nee, 2 Stück habe ich noch. Moment. So. Siehst du, wie das jetzt abperlt von dem Wachs? Ah. So. Gut, andere Seite noch und dann Abfahrt. Dann müssen wir nochmal tanken schnell und dann fahren wir. Oh, sorry. Gut, passt, wackelt, hat Luft. Wollen wir noch mal den Kofferraum zeigen, das Schmuckstück? Ja. Schaut euch mal diesen wunderbaren Kofferraum an. Moment, der ist vorne beim Lamborghini, ist ja klar. So, Achtung, seid ihr bereit für diesen wunderschönen Kofferraum? Tada! Da passt genau ein Rucksack rein, Adam seiner, und das war's. Da kriegst du nicht mal eine Kiste Wasser rein. Das war's. Das war's. Das kriegt man für knappe 300.000 Euro. Aber, sind wir ganz ehrlich, ist auch vollkommen okay so. Hat auch das perfekte Schuhwerk an. Völlig durchnässt. Oh, da staut sich aber ganz schön, lass Abgang machen. Ja, so. So. Bist du bereit? Alter, wie tief man hier sitzt. Jo. So, als allererstes, und die werden wir heute auch gefühlt nicht mehr hoch machen, Fenster auf. Und dann wollen wir eine kleine Soundprobe machen, Adam? Jo. Achso, ja, ich war ja, bevor mich wieder jemand anscheißt, wir fahren 10 Meter weiter zur Tankstelle. Soundprobe? Okay. Soundprobe. Alter! Oh. Hört sich ganz gut an, oder? Kann man mit leben.
So. Wir fahren jetzt noch mal kurz tanken, weil das Kätzchen ist so gut wie leer. Und ich weiß nicht, ob ich der einzige Mensch bin, aber tanken finde ich immer so semi-geil, muss ich gestehen. Also, wenn es wirklich notwendig ist, okay, aber ansonsten wird gefahren, bis der letzte Tropfen gefühlt nur noch drin ist. Ja, das war schon der IAA-Stream und die Fahrt. Wir sind jetzt hier an der Tanke, das war's. Wieder schauen rein. Oh nee, die ganze Tanke ist voll, Mann, perfekt. So, Fahrkollege. Ja, moin, tropft alles rein, ich bin absolut durchnässt. Moin, oh, aber hat aber auch einen schönen BMW, Digga. Ein M6. Mhm. Auch ein ganz schönes Auto. Musik aus, Copyright, hallo. Ja, Digga, ich hab die Klimaanlage. Musik aus. Nee, darf die Musik nicht ausmachen, weil wir brauchen ja den Gefahrenwarner, falls Unfälle sind und ähnliches, muss ich ja. Hallo! Aus die Musik. Oh, Digga, muss ich jetzt wirklich rückwärts ranfahren? Mal kurz gucken. Nee, muss ich nicht. Ist da. Da ist. Ach, Digga, meine Augen sind so schlecht. Da ist super. 98. Sehr gut. Oh, nee, ne, Moment. Da ist auch super. Also, falls es jemand hier von den Aral-Mitarbeitern sieht oder der jemand was zu melden hat, ich hätte so gerne, ich weiß, das gibt es glaube ich nicht, aber ich hätte so gerne so eine goldene Tankkarte. Boah. Dafür würde ich wirklich einiges tun. Sag mal, das habe ich ganz genau gehört, Adam. Scheiße. Direkt Kratzer, Digga. Also wirklich versichert. Hm. Nee, sorry. So. Natürlich genehmigen wir dem Lambo immer nur Super Plus. Und am liebsten bin ich auch ganz offen und ehrlich, am allerliebsten tanke ich bei der Aral-Tankstelle, dass es jetzt hier nichts bezahlt ist. Schön wär's. Aber am liebsten tanke ich bei der Aral-Tankstelle. Ich weiß nicht, Aral-Tankstelle ist für mich die beste Tankstelle Deutschlands. Hört sich echt wie Werbung an. Aber alleine schon durch das Rewe to go. Ich weiß nicht. Wenn man in der Aral-Tankstelle reingeht, du hast frisch geschmierte geile Brötchen, Äpfel, Bananen. Du hast so gute Auswahl für eine Tankstelle. Klar, ist alles teurer, aber ich fühle mich bei der Aral-Tankstelle am wohlsten, sage ich ehrlich. Und ich tanke auch am liebsten super für 98. Mein Baujahr im Übrigen, ne? 98, mein Baujahr. Angenommen, du würdest mich kennen und ich würde sagen 98er Baujahr. Oder angenommen, ich würde dir sagen, ich bin 27. Würdest du mir das glauben? 27 leider überhaupt nicht. Nein, 24 eher, oder? Ja, absolut, ja. Wie alt würdest du mich schätzen? Boah, so wie du jetzt gerade rumläufst? Warte mal ganz kurz, was? Ja, ich komme gleich zu dir. So, jetzt mit den Schlappen? Was haben denn die Schlappen mit dem Alter zu tun? Dass man an den Schlappen die Reife sieht. Gib eine ehrliche Meinung, eine ehrliche wie alt. Ja, hätte ich gesagt 31, aber mit ganz vielen Augen zudrücken. Ne? Du siehst aus wie... Wie alt bist du? Oh, was schätzt du? Weißt du gar nicht, ne? Nee, weiß ich nicht. Ja. Ich würde dich noch unter 30 schätzen. Oh, geil, dankeschön. Ich würde so gehalten. 28, 29 sagen. Hey, ich bin 34. Wir sind im gleichen Jahrgang. Guck mal, ich wusste das und ich habe... Nein, wusste ich nicht. Ich hätte dich wirklich so geschätzt. Du siehst noch so jung aus. So, wir sind jetzt hier bei 60 Liter, aber verhältnismäßig... Ich weiß gar nicht, ich glaube, der hat einen 80 Liter Tank, wenn ich mich nicht alles täusche. 80 Liter. Der GLS, den ich habe, hat 90 Liter. Und in Zeiten, wo der Sprit so teuer war, das hat schon... Da hat man sich schon gewundert. Da hat man das Gefühl gehabt, das ist wie eine Risikoleiter, die ganze Zeit hochgedrückt wird von jemandem. So. Und nicht nachmachen, liebe Kinder, aber das ist auch ein Tick. Es geht nicht anders und es erklärt auch einiges in meinem Kopf. Das meine ich nämlich schon, seit ich 18 bin. So, ich komme gleich wieder. Drinnen würde ich jetzt nicht filmen, weil, ne, geladen ja, und so. Ja, du kannst ja kurz ein bisschen nicht mit dem Chat unterhalten. Ja, na klar. Mute dich mal. Nee, alles gut. Mach den Schalter bei dir um. Alles gut, brauche ich nicht. Nee. Du sollst dich muten. Du sollst den Schalter bei dir umlegen, sonst hört man dich. Ja, aber man kann mich doch hören. Ach so, ja, dann ist okay. Ja. Du bist 35. Ja, da brauche ich ja nicht reinquatschen. Naja. Du siehst sehr fresh aus, ich sehe aus wie so ein Du bist, was man machen kann. Irgendjemand ist 30 Meter weit weg und der andere labert dann voll in den Stream rein. Ich bin mitten im Livestream, also eher schlecht. Ich muss rein. So. Moin. Nee, das stimmt, da hast du recht, ja.
nichts Verkehrtes sagen. Ich bin auch, hab mein Mikrofon hier an, da hört dich jeder. Wir haben jetzt den Stream an, um zu wissen, was Monte so sagt. 129, so günstig heute hier. So. Ja, wenn das jetzt nicht die größte Aral-Werbung ist. Ich glaube, ich nehme auch nochmal. Nee, Kaugummi ist scheiße. Nee, alles gut. Moin. Na, wie geht's dir? Nee, Billig brauche ich nicht, danke dir. Ja. Lass dir gut gehen, ciao, ciao. Ciao. Immer wieder streamen. Das ist mein Wagen hier. Ja, den habe ich mir gegönnt. Ja. Da kommt mein Kumpel Monte. Was hast du denn hier? Ach so, ja. Wie geht's, moin? Ja. Alles klar? Ja, Ausgang fast vorbei jetzt, ne? Ja? Ja. Wir sind live, ne? Nur damit du dich nicht wunderst. Auf alles Twitch. Gut, alles gut. Grüß deinen Papa, lieb von mir, ne? Was? Jo, ja, macht Spaß, ne? Ja, klar. Ich bin schon gerade mitgefahren, aber... Performante oder... Normale. Ist schon ein schönes Auto auf jeden Fall. Kann man Spaß drin haben, ja? Schon ein geiles Ding, ne? Safe. Ja. Dann lass dir gut gehen. Grüß deinen Papa von mir. Ciao, ciao. So. Den Rucksack nicht immer mit. Achso, der Rucksack ist für Ton und alles, ne? Ja, da sind die ganzen Modems drin und so. Achso, okay. Warum geht die. Maul. Moment, so. Gut, dann werden wir jetzt ein bisschen durch Buxtehude cruisen, Freestyle gucken, was da so. Also, wir werden ein bisschen fahren. Wir werden uns nicht lange an einem Ort aufhalten, weil Gefahr, dass man da. Ne, zu groß. Deswegen werden wir ein bisschen rumcruisen. Und mal gucken. Ich habe noch ein, zwei Sachen im Kopf, wo man hin könnte. Vielleicht laufen wir auch gleich noch mal einmal durch die Buxtehuder Innenstadt, so wie wir Bock haben. Und Adam, nur ein kleiner Hinweis. Oh, Mann ey! Das nervt. Warte. Na komm, runter mit dem Dreck. Kleiner Hinweis, Adam, die Tempoanzeige ist jetzt nicht filmbar, nicht so gerne filmbar. Ja, verstehe. Ja? Film mal nach vorne ein bisschen. Diskretion ist mein oberstes Gebot hier. Junge, Junge, Junge! Alter! Junge! Ich versuche wirklich professionell zu bleiben, aber ich kann nicht garantieren, dass die Kamera dann stillhält. Hui, hui, hui. Muss ja auch nicht. Ja, also ich habe ja ein bisschen den Vergleich jetzt zum Tesla oder zu E-Autos zu beschleunigen. Das ist natürlich auch geil, aber es fühlt sich komplett anders an. Das merkt man halt direkt. Wenn es einmal so losknattert. Und du diese Beschleunigung auch einfach hörst, das ist halt schon echt krass. Wenn ich dir eine ehrliche Frage stellen darf, okay? Ja, okay. Du hast eine Frau, du lernst sie kennen, findest sie attraktiv. Du schläfst mit ihr, sie macht keinen Mucks, stöhnt nicht, gar nichts, kein Feedback, nichts. Sie liegt einfach nur da. Und währenddessen oder danach? Währenddessen. Und macht keinen Mucks. Aber es ist mit Konsens, ne? Ja, selbstverständlich. Okay. Wie würdest du das finden? Würdest du das attraktiv finden oder unattraktiv? Ja, das ist natürlich hoch unattraktiv. Ich brauche genau eine Frau, die das mit deinem scheiß E-Auto. Ja, okay. Also ich sag dir ehrlich. Ich habe den Wagen jetzt mittlerweile 4 Jahre schon und ich sage dir ehrlich, auch nach 4 Jahren holt mich immer wieder, gut, ich bin ihn auch wenig gefahren, der hat jetzt 6.918 Kilometer, aber mich holt der Sound und die Emotion holen mich immer noch ab. Die holen mich immer noch ab, sage ich dir ehrlich. Natürlich nicht wie beim allerersten Mal, das allererste Mal ist immer das Schönste so vom Ding her. Aber es holt mich immer noch ab, der Sound,
dieses ganze Auto, dieses Kunstwerk eines Autos holt mich schon echt jedes Mal wieder brutal ab. Ja, ich verstehe das. Ich kann es jetzt nachvollziehen. Seit dieser Fahrt. Wir fahren jetzt die typische Buxtehude-Runde, die man fährt, wenn man Langeweile hat und ein bisschen für Aufmerksamkeit sorgen will, beziehungsweise zeigen will, wie cool man ist. Das hat man mit 18 schon gemacht. Man fährt einmal am Busbahnhof längs auf entspannt, Fenster auf, Arm raus, guckt links, rechts, fährt durch die Innenstadt einmal und das kann man dann je nach Belieben wiederholen. Ja, das ist aber eine Einbahnstraße, Kollege Schnürschuh, ne? Ja, was anderes immer am Auto hätte mich auch nicht gewundert. Anlieger frei, ich bin hier Bürgermeister, ich darf hier längs fahren. Oder haben Sie die Straße hier dicht gemacht? Oh, nee, ne? Ja. Es geht, Bruder. Wie geht's dir? Super, super. So, hier setze ich mal ganz gerne auf. Oh nein, was ist denn hier los? Die haben hier ein Riesenrad hingestellt. Kommen wir rüber, Jungs. Also, Digga, das war's komplett an Rino, sag ich dir. Da hab ich aber nicht nach, wurde ich aber nicht nach Erlaubnis gefragt, sag ich dir ehrlich. Und das sollte man schon den Bürgermeister aus Buxtehude auch mal fragen irgendwie. Dann setzen wir wieder zurück und suchen uns einen angenehmen Parkplatz. So. So. Oh nee, Digga. Was geht, Jungs? Moin. Was geht? Moin. Danke dir auch. Hier setzen wir auf, aber das ist kein Problem. Und ich zeige euch auch gleich, warum das kein Problem ist bei diesem Auto. So. Die zeigen mich wieder an, Digga. Da kommt wieder eine Mutter, die mich anzeigt. Habe ich dann wieder Papierkram zu tun? Jo. Na, selbstverständlich, Digga. Ja. So. Moin. Ah, so. Ah, verfickt. Jetzt habe ich mein Handy im Auto liegen gelassen, Mann. Hä? Habe ich jetzt einen Schlaganfall oder was? Ach, Digga. So, jetzt aber. Und zwar zeige ich euch mal, warum das mit dem Wagen nicht schlimm ist, an so kleinen Stellen aufzusetzen. Komm mal her, Adam, bitte. Hier unten, guck mal ganz runter, siehst du das hier? Mhm. Kriegst du das drauf? Ja. Hier ist extra eine Plastiklippe, die man austauschen kann. Und wenn ich aufsetze, dann setze ich hier auf. Dann schraubt zwar das Plastik ein bisschen ab, aber das ist gar kein Problem, weil dafür ist da diese Lippe extra da. Das heißt, ich will jetzt nicht sagen, man darf aufsetzen, aber wenn man aufsetzt, dann macht man sich nicht die Frontschürze, das Carbon kaputt, sondern man macht sich halt die Plastiklippe kaputt, die man halt austauschen kann. Für im Verhältnis günstig Geld. Hast du das gleiche für dein Handy, das du gerade mit Display auf den Boden gelegt hast? Scheiß drauf. Okay. Das ist mir egal. Ich benutze ja auch keine Hülle und so ein Quatsch. Für mich ist ein Handy ein Verbrauchsgegenstand. Und wenn da mal ein Kratzer reinkommt oder ähnliches, dann stört mich das nicht so sehr. Sagen wir es mal so. So. Wir gehen jetzt mal auf Oldschool durch Buxtehude spazieren. Das kann was werden oder auch nicht. So. Aha. Das ist hier die wunderschöne Innenstadt von Buxtehude. Der eine oder andere kennt die ja noch von der Tour aus Buxtehude mit Knossi zusammen. Keine Ahnung, wo. Hier entsteht ab Herbst 2013 ein Pflanzbeet mit Gehölzen, Stauden und Zwiebeln. Braucht keinen Schwanz, die Scheiße. Kostet wieder 100.000, wurde abgesegnet von den Idioten da im Amt. Brauch keinen Schwanz. Stell hier doch ein paar Spielgeräte für Kinder hin oder so und verschwende nicht die Scheiße wieder. Das ist ja so unnötige Ausgabe wieder von Buxtehude, sag ich dir ganz ehrlich. 90% davon habe ich wieder bezahlt. Naja. Gut. Wir machen hier, glaube ich, einfach die Standardtour, wie wir sie letztes Mal auch gemacht haben, als wir hier längs gelaufen sind. Die Leute gucken zwar ein bisschen doof, aber das stört mich ehrlicherweise nicht. Mittlerweile hat man sich ja dran gewöhnt. Hier
haben wir, das werden die Buxtehuder ganz besonders fühlen, auch kein Disrespekt an die Besitzer, aber hier haben wir jetzt den 99. U2 Telekom-Laden in Buxtehude. Wir haben davon so viele. Davor war da drinne Hase und Igel, ein absoluter Meilenstein für Buxtehude, ein absolutes Aushängeschild, Hase und Igel, ne, Symbol für Buxtehude, dies, das, Ananas. Und ja, die sind insolvent gegangen, Kleidegang durch Corona-Zeit, danke da nochmal, Vaterstaat für. Ja, und jetzt haben wir da wieder den 100. Handyladen drin. Also war klar, ne? Friseur, Handyladen, das sprießt ja aus dem Boden wie Scheiße. Nicht, dass ich da jetzt mit einem großen Problem hätte mit den Leuten, aber brauchen wir halt einfach nicht. Sehr traurig, dass Hase und Igel dicht gemacht hat, sage ich. Sehr, sehr traurig. Davon haben wir zwei Stück in Buxtehude, einen am Bahnhof, hier einen in der Innenstadt und beide haben halt dicht gemacht. Hase und Igel war ich immer sehr, sehr gerne. Und ich glaube, vielen Buxtehudern tut das auch im Herzen weh, dass das Ding weg ist. So. Bijou und Brigitte, da habe ich immer gehört, da werden die Frauen ganz hibbelig, wenn man an so einem Laden vorbeigeht. Oder? Ja. Naja. Mein Bruder war immer da drin und ich muss immer draußen warten wie so ein Dackel. Ja, ernsthaft? Das ist, ach hier, Weinfest ist jetzt die Tage, deswegen wird hier wieder Dick-Heckmech gemacht. Moin Jungs. Weinfest ist hier. Oh ja, hier der Lakritzenladen von meinem Opa befreundete Leute, ja. Sehr guter Laden, riecht immer schön nach Anis. Mag ich gerne. Moin, hallo. Hier ist das Amadeus in Buxtehude. Das ist ein Restaurant. Wenn ihr meine ehrliche Meinung hören wollt, und ihr wisst, ich sage immer meine ehrliche Meinung, wunderschöner Standort, haben auf der Karte 170 Gerichte gefühlt und allein daher weiß man schon, wie die Qualität ist. Ist für mich bis heute ein Rätsel, wie der Laden sich eigentlich halten konnte. Aber gut, jedem das Seine. Moin, moin, hallo. So. Wollen wir uns gleich noch ein Eis holen, Digi? Wollen wir uns gleich noch ein Eis holen? Oh, klingt gut. Ja? Ich bin gerade am Stream, wenn du damit kein Problem hast. Wenn du damit kein Problem hast, dass du kurz zu sehen bist. Ja, okay. Ja. Ich habe eine Frage. Ja. Bist du der Montana-Blade? Nee, bin ich nicht, Digga. Marcel Erich. Ja, okay, sag jetzt leider meine Straße, wo ich wohne, Digga. Warte, hallo. Nee, ich mach Selfie. Yalla. Okay. Yalla. Ey, komm mit. Komm. So, komm rauf. So, doch, machen wir das nicht. Alles gut. Danke. Viel Spaß. Ciao, ciao. Sag euch ganz ehrlich, da kann man, ist natürlich nicht böse gemeint. Aber wenn Leute mich immer fragen, bist du Montana Black? Das ist immer die unangenehmste, ja. Was willst du dann sagen? Also, ja klar, bin ich. Ich hole mir gleich selber eins unten, aber danke dir. Danke. Ja, geil, finde ich auch mal, bist du nicht der? So, jetzt will ich ja auch mal einmal Oldschool rauf. Jungs, machen wir mal kurz Platz. Auf Oldschool. Darf ich auch mal einmal ganz kurz einmal raufsteigen? So in die Mitte vielleicht? Oder wollen die Kids drauf? Nee, dann alles gut. Wenn die Jungs sitzen bleiben, dann gehe ich weiter. Alles gut, kein Problem. Wenn die Jungs da sitzen bleiben, das ist der Nachwuchs, dann ist okay. Aber ich saß da auch immer früher als Kind und hatte gerade vor, das Bedürfnis, mich auch mal wieder rauszusetzen. Und dann sind wir auch letztes Mal mit Knossi längs gegangen, glaube ich. Hier tut, ich sage euch ehrlich, für mich persönlich, hier tut mir mein Herz am allermeisten weh. Weil hier war, wo jetzt hier dieser Immobilienladen drin ist, auch kein böses Blut, hier war früher ein Waffengeschäft drin. Und hier vorne im Schaufenster lagen immer Pistolen, Messer, Dolche. Und man ist immer als Kind hier längs gegangen und hat so das Schweizer Taschenmesser mit 70 Funktionen und hat sich das immer angeguckt. Hier hat man gefühlt am meisten Zeit vor dem Schaufenster verbracht. Und aber auch die sind, weiß ich nicht, ob die aufgehört haben, pleite gegangen sind, ich weiß nicht. Das ist aber sehr schade, dass der Laden da nicht mehr ist. Was sagst du, die Blicke von den Leuten gemischt? Ja. Moin. Adam, du musst jetzt, das, nur ganz kurz für den Richter, mein Befehl war gerade nicht darauf zu finden, das war von Adam eine Entscheidung. Ja. Wenn die Strafe kommt, dann für Adam. Genau. Ich habe schon eine Anzeige am Laufen, kein Bock auf eine zweite. Wir können uns die Klagen, ja, ich würde sagen, wir teilen uns das und ich mache dann die zweite jetzt, die kommende, die von heute. So, wir holen uns jetzt da vorne ein Eis. Für mich der beste Eisladen, der beste Eisladen in Buxtehude. Auch der Gang hier an für sich ist absolut 100% Buxtehude. Früher war hier auch noch eine Schlachterei drin, da hat das hier immer lecker nach Frikadellen gerochen und so. Aber der ist leider auch weg, auch pleite gegangen. So, Dankeschön.
Hier haben wir auch von meinen Mods. Die Eltern. Hier. Achso, Entschuldigung. So. Hier haben wir von Seven Reezy die Mutter. Hier die Geschwister. Hier ist Matze. Moin Matze, was geht? So, nee, kein Mod. VIP, gebannter VIP. So, ich frage mal ganz kurz nach, ob das in Ordnung ist mit Kamera und so. Und dann holen wir uns kurz ein Eis. Na, komm erst mal mit. Du kannst ja so ein bisschen so... Ne? Ja, so ein bisschen undercover, genau. So. Was, willst du auch ein Eis? Ja, gut, ich bräuchte eine dritte Hand eigentlich. Ne? Setzen wir uns kurz? Nee, nee. Ja, dann geht's nicht. Nee? Nee. Du kannst doch... Du musst doch nicht dann reden. Hallo, morgen, Chef. Ist das in Ordnung, wenn wir so ein bisschen mit Kamera filmen? Ja, alles klar, super. Ich hätte gerne ein Spaghetti-Eis zum Mitnehmen. Gerne. Willst du auch ein Spaghetti-Eis oder eine Kugel oder was? Haben die Marzipan oder so? Ja, selbst wenn die, kommt die mal die Auswahl an, das ist der Bruder. Ja, dann so eine im also, Becher. Also, gehe ich mal von aus. Ein Becher? Ja. Aber eine Waffe wäre noch besser. Für Becher brauchst du zwei. Ja, aber das ist perfekt. Das ist ein Gebrauchsgegenstand. Es läuft halt so die Waffe runter. Ich weiß nicht, ob das so. Ja, das kriegen wir schon hin. Welcher könnte ich am Ende austrinken? Wir nehmen ja einfach eine Kugel und eine große Waffe. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß, was du gedacht hast. Ich habe nichts gedacht. Ja, ja. Nein, nein, nein. Nee, ich auch nicht. Ich habe nichts gedacht. Ja. Funktioniert der Chat? Alles gut? Sind die Leute happy? Alles super. Ganz lustig. Danke, was sagt der Chat? Sag mal, mach mal ein bisschen Liebe. Moin, moin, Chat. Hat man in der Spiegelung was gesehen? So eine Scheiße, Digga. Ach so, shit. Okay. Hallo. Hallo. Oh mein Gott, guck mal, was haben wir für ein Riesen-Eis. Das Team bekommt schon? Ja, genau, wir bekommen schon. Dankeschön, Dankeschön. So, Dankeschön. Und eine Kugel, habt ihr was mit Marzipan, ja, ne? Leider nicht. Kein Marzipan? Was willst du dann? Aber es geht am wenigsten weg, das würde ich gerne probieren. So auf Challenge im Pistazie. So Erdbeer, ich nehme Erdbeer. Eine Kugel Erdbeer, aber mach mal bitte in einer Waffel. Aber vielleicht eine Nummer größer Waffel, dass das nicht so rausläuft, weißt du? Oh mein Gott, guck dir mein Spaghetti-Eis. Und ich nehme bitte im Becher. Wann habe ich das letzte Mal Spaghetti-Eis gegessen? Sag mal, was sagst du? Ja, die sind ja ordentlich. Gestern. Ja. Moment haben wir übrigens auch ein Spaghetti-Eis-Trip. Was kriegst du? 7,60 bitte. Passt so, danke dir. Und einmal Stracciatella. Einen schönen Tag. Gleichfalls, danke schön. Halt, Moment, stopp. Was ist das hier? Verheer oder Schnee? Nee, dann bleibe. Dann geben Dankeschön. Sie mir keine Schokolade. Danke, ciao. Dann nehmen wir Stracciatella. Das klappt ja gut jetzt mit nicht runterlaufen, Digga. Ja, es hat doch gut geklappt mit der größeren Waffel. Ja. Ja, es hat nicht so wirklich geklappt, aber scheiß drauf, Digga. Oh mein Gott, das müssen wir gleich mal kurz einen kleinen Eisporn von drehen hier. Moin, hallo. Moin. Guck dir mal, Digga, guck dir mal den Kollegen hier an. Oh mein Gott, deswegen. Also sag dir ehrlich, es gibt so viel geiles Eis, keine Frage. Aber für mich, und das ist dann natürlich auch so aus Kindheit, wenn meine Mutter damals gute Laune hatte oder meine Oma oder einfach einen schönen Tag hatte und auch in Spendierlaune waren, das waren sie eigentlich immer. Aber du weißt doch, was ich meine. Man ist mit seinen Eltern zum Eisladen gegangen und dann hat die Mama gesagt, so, oder die Oma, nimm dir zwei Kugeln. Aber wenn sie einen guten Tag hatte und du ein braver Butschi warst, hat sie gesagt, nimm dir, was du willst. Und dann habe ich mir immer ein Spaghetti-Eis genommen. Ich liebe einfach Spaghetti-Eis. Mmh. Oh. Mhm. Wir gehen jetzt so ein bisschen Richtung Buxtehuder Stadtpark. Genau. Wir snacken uns hier kurz ein Eis rein, dann fahren wir weiter mit dem Lambo. Wir fahren auf jeden Fall noch auf die Autobahn. Wir haben eine gute Autobahnverbindung hier in Buxtehude, die auch unbegrenzt ist. Die man auch, wenn man Lust und Laune hat, auch gerne mal mit dem Lambo auf 300 ballern kann. Kann ich euch aber nicht versprechen, wenn der Verkehr scheiße ist und ähnliches. Dann fahren wir natürlich keine 300, das ist ja klar wie Kloßbrühe. Und wir gehen hier längs. Mmh. Willst du einmal mein Spaghetti-Eis probieren, Adam? Komm her. Ich habe ein bisschen Probleme mit meinem. Das kriegst du schon hin. Warte. Hier, lutsch einmal. Das Riesending, oder was?
Das Flugzeug kommt aus Afrika. Och, Digga. Oh, Digga. Ja, aber woher soll ich das wissen, dass es so groß ist? Das wusstest du doch, dass er groß ist. Ah. Es gibt so viele Stellen, wo es hätte hinfallen können, Digga. Mm. Oh. Mhm. Und? Für die Türe. Warte mal ganz kurz, wir stellen uns mal hier kurz an die Seite und lassen mal die Dame mit ihrem Enkelkind vorbei. Dass wir uns nicht die ganze Zeit im Bild sind und gefilmt werden. So. Ey, warte mal. Oh. So. Ich hab den Chat jetzt irgendwie ein bisschen verändert. Warte mal, hast du hier schon weggemacht? Nee, noch nicht. Warte mal. Warte. So. So. Sehr fürsorglich dann. Kein Problem, gerne. So. Ich weiß nicht, wie es dem Livestream-Chat geht. Wenn ihr die Wahl hättet, was ihr euch so bei einer Eisdiele holen würdet. So, es gibt ja auch noch so Bananensplit. Oh ja, mit so Oh, das, der ist auch stark. Aber ich glaube, meine Wahl wäre immer Spaghetti-Eis. Mm. Spaghetti ist Eis, ist halt einfach Weltklasse. Mm. Und ich weiß auch nicht, wie es euch geht, Fahrrad. Ich weiß nicht, wie es euch geht, lieber Livestream-Chat. Wie es euch geht. Aber das hier, gratis, Sonne, tut dem Gemüt so gut. Sonne ist so schön. Leider viel zu selten, gerade bei uns im Norden. Wobei, aktuell ist es wirklich so, ich weiß nicht, wann das letzte Mal geregnet hat. Momentan, wir haben irgendwie seit 3 Wochen Dauersonne. Für diese Jahreszeit sehr ungewohnt. Heißt im Umkehrschluss für mich wieder, dass der Sommer übelst regnerisch wird. Aber mal abwarten und Tee trinken. Mm. Ja. Boah, kann jetzt schon nicht mehr. Warte, lassen wir die auch mal vorbei, dass die nicht die ganze Zeit im Hintergrund zu sehen sind. Sonst kriegen wir wieder Anzeige. Lecker, ne? Oh, sehr lecker, ja. So. Mmh. Oh. Mmh. Oh. Ich höre sofort auf zu mampfen. Wir steigen gleich wieder ins Auto und fahren. Kann auch nicht mehr. Der hat so eine riesen Portion gemacht. Er hat extra dick gemacht, weil er gesehen hat, Kamera. Komm, wir gehen hier längs, Bruder. Oh, jetzt habe ich Eisbrand im Hals. So, jetzt geht's aber. Oha, Dextro Energy habe ich ja auch schon lange nicht mehr gesehen. Willst du? Nein, danke, hat mein Eis. Danke, mein Bester. Moin, moin. So, so, komm schnell. So, wuff, wuff. Ja, wie ihr merkt, irgendwie kennt mich immer jeder. Hm. Hier das Gebäude, eine kleine Anekdote zu. Das Gebäude ist der. Wie nennt man den denn nochmal, Digga? Wie nennt man jemanden, wo man hingeht wegen Plattfüße? Orthopäde. Orthopäde, genau. Hier habe ich mir meine Einlagen abgeholt, weil ich Plattfüße hatte. Das war immer so nervig. Und ich weiß auch nicht warum, aber ich habe es nie geschafft, die kontinuierlich zu tragen. Und habe immer noch Plattfüße. Mmh. Ah. So, kann ich mehr. Tut mir leid. Ich habe echt viel gegessen. Aber ich bin dicht. So, gehen wir zurück zum Auto auf entspannt. Denn dafür sind wir heute da, zum Fahren. Wobei das Fahren sich natürlich auch schwierig gestaltet. Ich hoffe, dass es für euch genug ist, wenn man beim Fahren nicht so viel redet, gerade wenn wir ein bisschen schneller fahren, weil die Konzentration sich natürlich darauf bezieht, Auto zu fahren. So.
Jetzt gehen wir hier nochmal längs unten. Oh. Das fand ich, Digga, das fand ich immer als Kind schon so absturz wie dreckig. Und, ich weiß nicht, für mich, sage ich dir ehrlich, ich liebe das Meer und ich liebe ins Wasser zu gehen, aber dieses Gewässer ist für mich völliger Absturz. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde da reinfallen, Digga, das wäre für mich wie ein Albtraum, wenn ich da reinfallen würde. Da hätte ich richtig Panik vor, weil ich nicht sehe, was unter mir ist. Und für mich sieht das einfach nur nach Schmerz aus und Leid. Ja, so gruselig, dass es steht. Da bewegt sich ja gar nichts. Ja, die haben hier eine Schleuse, das kann man aufmachen. Das ist die Äste, da kann man aufmachen. Aber würdest du da jetzt so, sagen wir mal, wenn jetzt 30 Grad wären, reinspringen zum Abkühlen? So, einfach ohne, mit gutem Gefühl? Nee, das ist nicht die Art und Weise, wie ich mich abkühle. Hm? Nein. Auf keinen Fall. Nein. Ich finde das widerlich. Komm. Hör auf, immer die Leute zu filmen. Ich bin wieder der, die Anzeigen bekommt, Digga. Ja, nur am Rand. Ja, ja, ja. Ja, das am Rand hatten wir letztes Mal auch. So, stimmt. Ja. Ne? Und dann war am Rand dieser hier. Finger am Po Mexiko. Anzeige. Hier auf der linken Seite war früher eine ganz berühmte Bar. Wunderbar hieß die. Da haben, glaube ich, die ältere Generation vor mir noch immer dick Party gemacht. In der Wunderbar. Und ich kann euch mal gerne eine Sache leaken. Holle kennt er auch. Holle 21614, mein Kollege. Ich kann euch mal sagen, wo der mal gewohnt hat. Hier drinne. Das war mal seine Wohnung. Eine richtige, ranzige Einzimmerwohnung. Aber eine richtige, wirklich, man muss wirklich sagen, eine richtige Pennerbude. Also nicht jeder, der eine Einzimmerwohnung hat, hat eine ranzige Pennerbude, ist ja klar, aber die war wirklich schon, die war nicht geil. Später hat da mein Kollege gewohnt, mein Kollege, der in meiner Eigentumswohnung wohnt, der obdachlos ja war, hat da auch drin gewohnt. Das war eine richtige Scheißbude, Digga. So. Gut. Oh mein Gott, wie, oh nein, ich glaube, das Parkverbot, die baut da ein Zelt bei mir auf, Digga. Hä? Oh ne, ich glaube, das gibt Palava, Digga. Habe ich nicht gesehen. Oder komme ich da raus? Ach, Digga, scheiß drauf, habe ich nicht gesehen. Habe auch gar nicht drauf geachtet. Das passt schon. Komme ich doppelt und dreifach raus. Aber ist aber nett, dass sie mir da einen Kackschutz vor den Tieren bauen. Hier auf der rechten Seite die zweitbeste Eisdiele in Buxtehude. Die ist auch super und das Spaghetti-Eis ist da auch sehr gut. Digga, dann fahr uns nicht die ganze Zeit wie ein Idiot hinterher, wenn du nicht im Stream zu sehen sein willst. Du fährst eine halbe Stunde hinterher, Digga. Ja, was ist das für ein Quatsch, Alter? Hau ab. Was? Wie bin ich drauf? Du sagst, wenn ich im Stream sein darf, mich aber voll im Stream. Entweder du willst hier zu sehen, dann fahr ich eine halbe Stunde hinterher, Digga. Was ist los bei dir? Lass mich nicht ärgern. Nee, alles gut. Ist schon ein Halteverbot hier oder was? Hab ich gar nicht. Ja. Noch. Oh, das passt aber gut. Oh, hallo. So. Ich bin am Stream gerade. Schlecht. Ja, naja, wahrscheinlich, Digga. So, lass abhauen. Oh mein Gott. Na, Digga. Ganz schnell weg hier, Digga. Ganz schnell los. Ganz schnell los, Digga. Oh, Bruder, wir müssen ja ganz schnell weg. Ganz schnell weg. Dieser Asperkopf, Digga, hat mich gerade richtig aufgeregt. Ich erkläre gleich die Situation, was da los war. Jetzt muss ich hier mal kurz gucken, wie ich rauskomme. Aber es ist eigentlich kein Problem. Warte, lass mich mal kurz hier raus. Boah, easy, ganz entspannt. Also ich erkläre euch mal gerade die Situation mit dem Typen. Der fährt uns seit 20 Minuten gefühlt mit seinem E-Scooter hinterher. Hat auch schon zwei, dreimal hinterhergerufen, Monte, Monte. Und jetzt gerade ist er an der Seite bei Adam längs gelaufen und macht so einen auf Möchtegern-Klugscheißer. Bist du nicht der Sidekick von Knossi? Aber nicht im Stream zeigen. Und dann platzt mir halt die Wutschnur, Digga. Denn der fährt mir seit 20 Minuten hinterher und sieht, dass ich am Stream bin und quatscht dann Adam, meinen Kumpel, dicht mit einem Möchtegern-Idiotenwitz, der seit Monaten out ist. Und will dann aber nicht im Stream zu sehen sein. Was ist das für eine Scheiße, Digga? Da platzt mir wirklich, also da habe ich auch wenig Verständnis für. Und da wäre ich auch mal ein bisschen lauter. Ich muss mal kurz hier. So. Guck mal bei der Mikro, ob das ein bisschen noch richten kannst.
kannst du kurz gucken? Ja, wir machen kurz. Sonst ist es ein bisschen verschoben. Ja, kein Problem. Kannst auch oben reinklemmen. Kann die Kette auch reinmachen sonst. Dann mach ich mal die Kette da so mit rein. Jo. So. Okay. Oder? Du hast den Typen ja auch gesehen. Das war schon ein bisschen unangenehm, oder? Ja, das ist natürlich das Dümmste, was man an Arbeit machen kann, wenn man den Leuten dann sagt, ja, ich rufe was rein, aber dann bitte nicht filmen. So, ne? das ist, ja, Digga. Was ist das dann? Das ist halt schon kompliziert irgendwie. Und dann 20, 25 Minuten dann hinterherfahren und dann soll man ganz darauf achten, während du uns die Stadt zeigst, dass man ihn aber nicht mit drauf hat. Ja, und vor allen Dingen... Und dann, gut, diese Sidekick von Knossi-Geschichte, da sage ich jetzt mittlerweile nichts mehr zu. Ja, aber wer hinterhergefahren hätte, dann der Ehrmann gesagt, ey, Adam oder Monte, ihr seid die Besten oder coole, sagt jemand. Aber dann die ganze Zeit hinterher zu fahren und so einen dummen Spruch wiederzubringen, ey, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja. Und da hat er zu mir gesagt, ja, halt's Maul oder sowas. Ich habe es nicht ganz genau verstanden. Dann bin ich auch ein bisschen sauer geworden. Älter auch. Ja. So, ich muss einmal ganz kurz, bevor es hier wieder... Ne, Ärger gibt von der Dings, von der, kurz einmal parken reinmachen, dann nehme ich kurz das Handy in die Hand, mach die Musik aus, Twitch bitte nicht bannen, Dankeschön. Und jetzt mach ich wieder den Gang rein, alles sicher. Es gibt nämlich Leute, die für sowas schon gebannt worden sind. Ja. So, ganz wichtig, Fenster runter. Ah. So, manuell und Abfahrt. Ah. Die eine, hast du gesehen, Digga? Die eine, die hier links in meinem Auto stand, als ich eingestanden bin, die hat einfach spontan angefangen, Vlog zu drehen. Ja. Ey Leute, ich bin's, schau mal, wen ich hier getroffen habe. Digga! Die anderen Jungs fahren uns da immer noch hinterher auf ihrem E-Scooter zu zweit und sind am Film. Ist ja eh krass, was für ein Profilevel die Kids haben mittlerweile, so mit, Digga, Social Media. Guck dir das an, die fahren uns seit eben gerade hinterher. Jungs, ist Straße. Nee, macht nicht, Jungs. Ey, Jungs. Mein Bruder. Was hat er gesagt? Aber, weiß ich auch nicht. Der hat, glaube ich, gerade gesagt, ich breche deine Nase gleich. Die kleine, die junge Generation, den Jungs kann ich nicht so sauer sein wie ein Erwachsener. Also, ich weiß nicht, ich war in dem Alter nicht so, Digga. Sag ich dir ehrlich. Generation, ja. Und ich sage euch auch ehrlich, auch wenn ihr mir das vielleicht nicht glaubt, oder ich hoffe, ihr glaubt mir das schon auch immer, egal wie lange das man das macht, immer so ein bisschen unangenehm. Ja, unangenehm ist das richtige Wort, ne? Weil man halt selber erwachsen ist und das auch nicht mehr so nachvollziehen kann. Und wenn man dann auch noch so, wenn die dann noch so ein bisschen hysterisch sind und so Dinge sagen, keine Ahnung, die fahren uns immer noch hinterher und filmen. Also, keine Ahnung. Ich war auch jung und wild und habe auch bestimmt viel Quatsch gemacht, aber zu meiner Zeit gab es halt auch noch kein Social Media oder YouTube. Oh. Hier ist das legendäre Rasa Sayang, auch bekannt aus meinem Buch. Da hieß es, glaube ich, ein bisschen anders. Aber das ist das Restaurant, wo ich als kleiner Butschi ganz lange immer essen gegangen bin und auch immer noch gerne essen gehe. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Geht ins Rasa Sayang und gönnt euch die Fastenspeise der Buddhisten. Die Jungs fahren immer noch hinterher. Das ist ja nicht mal. Hier war ein dicker Unfall mit leider auch Todesfolge. Ist hier einer längs gefahren mit 100 km/h und ist in die Mauer geballert. Mit 4 Personen, Beifahrer ist gestorben leider. Sagen, wenn du Lust und Zeit hast, dann begeben wir uns mal Richtung Autobahn. Ja, okay, gut. Und schau mal, wie die Autobahn von den Verhältnissen ist, ob wir den Lambo da mal ein bisschen ausfahren können oder ob der Verkehr scheiße ist. Die Straße ist ja auch so scheiße. Hier sind so viele Schlaglöcher, ist das wirklich, dass man da nicht mal das Geld aufbringt, die Straße vernünftig zu machen,
Dann haut man da irgend so ein scheiß Blumenbeet in Buxtehude hin, was keinen Schwanz braucht. Vernünftige Straßen ohne Schlaglöcher braucht man aber. Guck mal hier, guck dir das an hier. Das ist doch nicht normal. Aber weißt du, wie das abläuft? Also angenommen, diese Straße wird hier neu gemacht, ne? Weißt du, wie das abläuft? Also, wie ja, wahrscheinlich geht das irgendwie durch 15 verschiedene Instanzen. Ja, das mit Sicherheit auch, aber wenn jetzt hier eine Straße gemacht wird, würdest du doch da auch von ausgehen, dass eine Straßenbaufirma aus dem Umkreis sich der Sache annimmt? Ja, die schreiben das aus und dann macht das irgendeine Firma. Weißt du, wie das ausgeschrieben wird? Deutschlandweit. Und der mit dem günstigsten Angebot kriegt den Zuschlag oder wird den Zuschlag bekommen. Okay, das heißt, kommt da irgendeine unseriöse Firma aus Köln, Ports, sonst wo. Das ist so dumm. Diese Straße, wir sind jetzt hier in Dammhausen, diese Straße, das haben sie alles neu gemacht, die haben Jahre dafür gebraucht. Hier sind so viele Sachen verkehrt gelaufen. Also wenn du dich da mal ein bisschen auseinandersetzt, dann platzt dir der Sack, weil das so dämlich ist. Ich schätze auch sogar europaweit. Oder europaweit, ja. Kann sogar sein, europaweit, ja. Wie dumm ist das, Digga? Wie dumm ist das? Anstatt seine einheimischen, ortssässigen Bauunternehmen zu unterstützen, dass man es, also, ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Vielleicht kann mich jemand ja in den Kommentaren bei YouTube darüber aufklären, aber mir entschließt sich der Sinn da nicht. Das ist hier, wie gesagt, Dammhausen. Hier geht eigentlich gar nichts. Ist ein Dorf, ein Kaff, keine Ahnung, wie viele Einwohner, vielleicht maximal, weiß ich nicht, 500 bis 1000 Einwohner, nicht mal gehört zu Buxtehude. Hier war ich früher ein paar Mal, hier haben einige Freunde gewohnt, aber wohnen möchte ich hier nicht, sage ich ehrlich. Aber es ist trotzdem Aufstreben, sehr viele Neubauten, sehr viele neue Häuser, weil der Platz in Buxtehude eng wird. Wenn es gut läuft, oder nicht, wenn es gut läuft, es kommt keine Ampel mehr oder gar nichts. Wir sind in 3 Minuten auf der Autobahn. Und Chat, ihr wisst, was dann zu tun ist, ne? Dann gibt es nur noch ein Emote, was ich im Chat sehen will. Und zwar Wicked. Aber erst, wenn wir auf der Autobahn sind. Lange das hier alles gesperrt war, ne? Das ist ja wirklich eine absolute Frechheit. Na komm, fahr. So. Wir machen gleich das Fenster hoch, weil wir auch mit hoher Geschwindigkeit unterwegs sein werden. Schon mal Fenster hoch, weil die Autobahn ist in greifbarer Nähe. Wie schnell bist du mit dem Tesla mal gefahren oder was ist das Schnellste, was du gefahren bist? Weißt du das? Wenn es jetzt nachts und dreispurig war, dann bin ich schon durchgeballert auf 220, 230 ist halt Maximum. Also 234 war das Höchste, was ich da auf dem Tacho halt gesehen. Okay. War aber dann schon, da war ich halt extrem vorsichtig, ne, weil ich hatte da genauso irgendwie Schiss, dass dann irgendjemand von rechts nach links zieht. Okay, gut. Ich werde es so ein bisschen stimmlich dokumentieren, welche Geschwindigkeiten wir erreichen, während Adam nach vorne filmt. Ja. So, wir sind jetzt bei 50. Autobahn ist nicht ganz geil. Jetzt muss ich
dicht machen, weil Verkehr scheiße. Aktuell sind wir bei 2,10. Ich glaube, ich bin auch das erste Mal in meinem Leben noch nie so schnell gefahren. 290, 300, das war ich höchstens beim ICE. Das ist schon krass. Ja, gut, ICE kannst du natürlich nicht verleihen. Wir fangen jetzt mal deine Eindrücke ein im Gesicht. Hast du gesehen, wie er rübergezogen ja, hat? Ja, das hätte mich dann auch ein bisschen zum Bremsen gebracht. Aber da fährst du schon sehr vorausschauend, muss ich sagen. Oh, immer, immer. Die größte Gefahr für mich sind andere. Ja. Also wirklich, ich verstehe die Menschen nicht. Du kannst doch nicht einfach rüberziehen, wenn ich von hinten komme. Das ist nicht normal. Genau vor solchen Leuten habe ich Angst. Ja, das verstehe ich auch nicht. Also wirklich. Hast du das drauf gehabt, wie der einfach rübergezogen ist? Ja, wir haben es drauf gehabt. Also, für meine Verhältnisse unverständlich. Ich habe kurz runtergezogen wegen Kennzeichen, aber auf der anderen Seite ist es auch scheißegal, weil du hast keine Verknüpfung zu gesehen. Scheiß drauf. Ja, das verstehe ich halt auch nicht. Die denken halt, dass man den Platz macht oder dass man irgendwie so freundlich ist, aber woran die halt auch nicht denken, ist, dass es den kompletten Verkehr auch dann hinter dir in der Kettenreaktion dann auch noch dann komplett... Hinter mir ist ja keiner. Okay. Er sieht doch im Rückspiegel, dass ich alleine auf dieser Straße komme. Er kann doch kurz 2 Sekunden warten, bevor er penetrant rüberzieht. Ich verstehe es nicht. Auch penetrant kein Platz gemacht. Ja, genau, und jetzt ist rechts frei. Ja. Ja, aber egal. Klassiker. Wenn ich mich über den Straßenverkehr so aufregen würde, wie ich es wirklich am liebsten machen würde, dann würde ich tot umfallen von solchen Leuten. Das ist jetzt auch so ein Prinzip, ich bleib links, ich lasse nicht mehr vorbei, Typ. Alles ordnungsgemäß, hier ist 120, der ballert 150. Ja, wisst ihr Bescheid. Aber Hauptsache, auf sein Recht bestehen rüberzuziehen und jetzt mit 160 in der 120er-Zone ballern. Guter Autofahrer, wirklich super Autofahrer. Dicken Respekt an solche Arschlöcher nicht. So, und jetzt sind wir schon in Stade. Stade ist größer als Buxtehude. Ich weiß gar nicht, wie viel mehr Einwohner, ich glaube 10.000, 20.000 Einwohner mehr.
Hier hat man früher auch mal das eine oder andere Mal ein bisschen Zeit verbracht. Da vorne eine dicke Spielhalle gewesen, als die Spielhallen aber auch noch gut waren und ich diese scheiß Buchungssysteme hatten und so einen Dreck. Als die einem noch Frühstück serviert haben, da haben wir bis 6 Uhr morgens da gechillt hat. Weiß nicht, was du meinst. So, wir fahren hier so ein bisschen Untergrund jetzt. Das sind die alten Sprüher-Geheimwege. Den einen oder anderen Weg darf man nicht fahren, beziehungsweise darf jeder andere nicht fahren, weil landwirtschaftlicher Verkehr nur. Aber ich bin ja der Sohn vom Förster, ich habe gute Connection. Mein Vater ist hier Bauer und ich darf hier natürlich längs fahren, das ist ja klar. Mit Kloßbrühe, hab da ein Abkommen mit den Bauern und alles entspannt. Sind ja familiär alle, ne? Hier machen wir gleich mal kurz einen kleinen Boxenstopp. Einmal kurz akklimatisieren. Ist eigentlich auch eine geile Kulisse, um nochmal einen Soundcheck zu machen, sage ich dir. Riechst du das? Ja. Die schöne Landluft. Die nach Gülle stinkende Landluft, ich liebe es. Ohne Scheiß, ich liebe, also es hört sich doof an, aber frisch gegülltes Acker, mag ich den Geruch. So, gut. Gehen wir nach draußen. Machen wir mal für die kleinen Schlängel, dass sie ein bisschen feucht in der Hose werden. Ja, kleinen verstehe. Soundcheck. Okay, oder? Sorry. Wenn du willst, ich habe ja auch Wasser mitgebracht für dich, ne? Ja, nehme ich nachher. Danke. Machen wir nachher. Gut. Adam, man merkt, du fährst Elektroauto. Soundcheck macht man von hinten und nicht von der Seite, mein Junge. Digga! Am Auspuff, Rudi! Ja, ich wollte vor, soll ich das denn alles wissen hier? Bereit? Solltest du eigentlich mit der Kamera auch eingefangen bekommen? Leuchte mal da rein. Da drinnen kannst du dir eine Wurst braten. Siehst du das? Jesus. Das ist krass. Sieht schon krass aus, oder? Würdest du für 10.000 aber deinen Schwanz reinstecken? Ja, der ist ja verbrannt. Das ist das wärmste Loch, in dem du jemals warst. Oh, was ist jetzt hier los, Mann? Die ganzen Surfer. Sorry, schau mal kurz an die Seite. Die hinter uns. Oh, Jungs, alles klar? So. Hier habe ich auch mal eine Real-Life-Story erzählt, im Übrigen. Das war die Real-Life-Story, wo ich Graffiti sprühen war und wo ein Auto gekommen ist. Und auf einmal wir das Gefühl hatten, ich fasse die kurz zusammen. Ich habe die auf jeden Fall schon mal erzählt. Ich war sprühen, ein Auto ist gekommen, wir waren auseinandermäßig. Dann bin ich wieder zurück zu meinen Kollegen gelaufen, bin so eine Wand hochgelaufen, diese schräge hier, also nicht die, sondern auf der anderen Seite, stand vor meinen Kollegen und die sagen auf einmal, wer steht denn da unten? Und dann stand an dieser Schräge hier unten jemand, den wir nicht wussten und gedacht haben, dass das Bullen sind. Und dann sind wir abgehauen. Die Story war hier unter der Brücke. Da haben wir da drüben gesprüht, das ist ja schon Ewigkeiten her, haben wir da drüben gesprüht und dann hat hier auf der Seite ein Auto gehalten und jemand ist rübergegangen und wir haben gedacht, das werden die Bullen. Später hat sich herausgestellt, das war ein anderer Maler.
Also ich kann euch sagen, die drei Wagen, die hier gerade längs gefahren sind, würden hier normalerweise nicht längs fahren. Was sagst du zum Auto? Wie gefällt's dir? Ja, es ist natürlich auf jeden Fall erfrischend, diese Erfahrung. hat Vor- und Nachteile, sagen wir mal so. Aber Weißt du, was ich mich halt auch frage, ist, wie abgefuckt sind eigentlich die Leute, an denen man so vorbeifährt dann? Mit so einem großen, also es gibt eigentlich nur zwei Arten von Menschen, die darauf reagieren. Die Leute, die sagen, geil, feier ich, und die Leute, die sagen, pissig. So ein Mittelding gibt es nicht. Entweder die Leute feiern das oder sie sind, also, oder es gibt noch ein Mittelding, dem das egal ist. Aber ich habe auch schon Kommentare bekommen, wie irgendwie hässliche Farbe oder so. Also damals, zwei Jahre her, bin ich an irgendeinem Wichser vorbeigefahren, habe nichts gemacht, bin auch langsam, also Schrittgeschwindigkeit, aber Pfingstmarkt, bin ich an einem vorbeigefahren, hat er geschrien, was für ein hässliches Auto. Habe ich so rausgegangen, habe gesagt, das Auto wirst du nie in deinem Leben leisten können, du Wichser. Weil ich habe ihm ja nichts getan und dann macht er mich so doof an, dann muss ich auch in Kontra zurückgehen. Ja, bevor hier Abonnenten treffen, werden, hauen wir ab, Digga. Da hinten sammelt sich schon. Da habe ich gar keinen Bock drauf, Digga. Bin hier zum Arbeiten und nicht zum Chillen. So. So, ich gucke noch einmal auf mein Handy, aber ist hier alles ordnungsgemäß, ne? Hast du ja gesagt, Soundcheck? Soundcheck, ja, weil mir das Mikro auf den Boden gefallen ist. Ernsthaft? Ja, ist egal, das fällt 10.000 Mal. So. Auch das ist eine Gebrauchsgegenstand. So, was steht da hinten jetzt? Also, na, egal. Ist auch ein Gebrauchsgegenstand, sagst du? Ja. Okay, weiter. Achso, nevermind. Da kommt der Metronom. Achso, Verbrauchsgegenstand war das, ne? Verbrauchsgegenstand. Ja, Gebrauchsgegenstand, Verbrauchs, ist scheißegal. Ist hier Treffpunkt normalerweise, oder was? Eigentlich. Drück mal ein bisschen, drück mal ein bisschen. Wie drücken? Gas geben? Ja, normal. Oder ich hab Livestream laufen, die Bullen bumsen mich sofort. Wie Livestream? Ja, live sind wir. Was geht ab, Leute? Ja, mach schnell ein Bild, klar. Dankeschön. Gut. Lasst euch gut gehen, viel Spaß, ne? Ciao, ciao. Gas geben. Gas! Wir geben kein Gas, wir fahren ordnungsgemäß. Ich weiß, es haben so viele Leute schon auf Twitch ihr Kanal wurde gebannt, weil sie irgendwie während der Fahrt kurz mal am Handy ein bisschen, ne? Ja. Da bist du ganz schnell weg vom Fenster, auch wenn es nur für einen Tag ist, aber gar keinen Bock drauf auf die Kopfschmerzen. Wenn der mir jetzt hinter, ich wollte gerade sagen, da habe ich gar keinen Bock drauf. Das hier ist so ein alter Sprüherweg, Untergrundweg, den wir früher immer gefahren sind, als ich noch ganz vor langer Zeit gemalt habe. Das war so ein kleiner Schleichweg, den man gefahren ist, wo eigentlich in den seltensten Fällen mal überhaupt irgendjemand längs kommt und vor allen Dingen nicht die Polizei. Wir kommen auch gleich, bin ich ein paar Mal dran vorbeigefahren, kommen gleich auch an dem Bahnhof vorbei, wann war denn das nochmal? Wir hatten da schon mal zusammen im Livestream nachgeguckt, 2010, 2011, wo vor meinen Augen, beziehungsweise ich sitzend im Zug, das Kind überfahren worden ist. Das war hier vorne, also nicht hier vorne, aber es war auch in der Nähe. Auch ein einschneidendes Erlebnis, was ich niemals vergessen werde. Das war hier immer mein Weg mit der Bahn. Von Buxtehude nach Stade zur BBS. Nee, BGJ. Berufsgrundbildungsjahr habe ich ja gemacht. Ich wollte ja damals Tischler lernen. Oder habe Tischler gelernt. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist. Wenn man Tischler lernen wollte, musste man mit einer gewissen Grundkenntnis und einem gewissen Grundkönnen in diese Ausbildung gehen. Das heißt, das erste Jahr der Tischlerlehre hast du schulisch gemacht. Das heißt, ich musste überhaupt Tischler eine Lehre annehmen zu dürfen oder annehmen zu können in dem Betrieb, musste ich. Boah. Geil. Sag ehrlich, riecht gut. Oh, aber das ist jetzt nicht von dir, oder? Nein. Und dann musste ich ein Jahr Berufsgrundbildungsjahr machen, und zwar in Stade, zum Tischler. Und der einzige Grund, warum ich die Ausbildung nicht gemacht habe, ist nicht, weil ich so besonders scheiße war in der Schule. Das Tischler lag mir nämlich sehr gut, gerade das Praktische, war, weil der Betrieb
der einem befreundeten Pärchen von meinen Großeltern gehört hat. Und den haben sie auch immer noch. Ich weiß nicht, ob sie noch aktiv machen, aber auf jeden Fall leben die beiden noch. Und ich habe sie letztens auch erst gesehen. Die hatten, das war ein kleiner Betrieb. Ein Geselle, ein Lehrling, vielleicht noch ein Mitarbeiter. Und der Lehrling, der im dritten Lehrjahr war und auslernen sollte und seine Prüfung bestehen sollte und ich ihn dann ablösen sollte, hat seine Prüfung verkackt und musste dann, ich weiß nicht, wann macht man das nächste Mal eine Prüfung? 3 Monate später, halbes Jahr später, ich weiß nicht ganz genau. Und deswegen konnte ich meine Ausbildung dort nicht anfangen. Ich sollte, und sie hätten mich auch genommen, aber weil er seine Ausbildung nicht bestanden hat, konnte ich meine Ausbildung nicht anfangen. Damals absolute Katastrophe. Jetzt im Nachhinein betrachtet, kann man natürlich sagen, ein Glied in der Kette, warum wir hier heute gemeinsam im Lamborghini durch den Landkreis Stade fahren. Man könnte sagen, vielleicht hätte ich damals die Ausbildung angenommen, beziehungsweise hätte er seine Ausbildung bestanden, dann hätte ich einen ganz anderen Weg eingeschlagen, nämlich die Tischlerlehre, Tischlermeister oder ähnliches. Ne? Und davon könnte ich dir noch so viele Sachen erzählen, die genauso in meinem Leben passiert sind, die am Ende oder in der Situation eine Kleinigkeit waren, aber am Ende alles zusammen ein großes Ganzes ergeben hat. Das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt, sage ich dir ehrlich. Ich liebe diesen Weg hier, Digga. Das ist ein richtig geiler Untergrundweg. Kann man auch eine super Fahrradtour machen. Im Übrigen, das wollte ich dir noch mal, hast du mir gar nicht bei WhatsApp, glaube ich, mir eine richtige Antwort drauf gegeben. Könntest du mir, wenn du nicht jetzt im Stream drüber reden willst, ist kein Problem, könntest du mir rein theoretisch gesehen ein Stream-Equipment zusammenstellen, auch mit SIM-Karten, die auf deinen Namen laufen und alles, wo ich monatlich dieses Gerät so gesehen pachte oder miete, ich könnte es auch kaufen, mir ist es egal, wo ich geile Fahrradtour oder Fahrradstreams und eventuell auch Rollerstreams machen könnte? Boah, auf gar keinen Fall. Ernsthaft, weil ich habe jetzt inzwischen, ich habe auf meinem Kanal jetzt so mal 4 oder 5 Minuten Real Talk rausgeschnitten, als Highlight hochgeladen, weil jetzt glaube ich, du bist jetzt der letzte von den ganz großen Twitch-Streamern, zusammen mit Papa Platter, Amar, Knossi und Co., die mich gefragt haben nach so einer fertigen Backpack-Lösung. Und das Problem ist, das ist überhaupt nicht so mein Bereich. Ich bereite mich halt richtig vor auf solche Sachen. Das Equipment wechselt ständig. Und es ist tricky. Weil das Problem ist, du musst ja die ganze Zeit Support geben. Du musst die ganze Zeit dann irgendwie dahinter sein und dann irgendwie Updates machen oder irgendwie, weißt du, du fährst in Ausland, dann muss ich eigentlich zu dir sagen, hey, hol dir mal native SIM-Karten von dort aus dem Laden. Mhm. Dann kommt irgendein Modem, fährt nicht hoch und wir müssen das irgendwie aus der Ferne diagnostizieren und so. Und das ist halt, weiß ich nicht, ich habe nicht so die Erfahrung mit dem Equipment, was man einfach so einschaltet und dann läuft das. Okay, ja. Das ist so das Hauptproblem. Und im Chat sagt jemand, Adam will Monopol haben. Nee, das Ding ist zum Beispiel, man denkt ja dann wahrscheinlich, dass man dann genauso irgendwie überall streamen kann oder aus den Bereichen, an denen ich aber zum Beispiel auch teilweise gar nicht mit LTE oder 5G gestreamt habe, sondern Antennen aufgestellt habe. Angelcamp 2 mit Satellit, also richtigen Satellit, noch nicht mal Starlink damals. Ja. Club Himmerich, diese Knossi Geburtstags-Algeparty, da habe ich angefangen, eine lokale Videofunkstrecke zu machen, um zu überbrücken. Das sind Funkstrecken, die kommen sonst im Stadion bei der Bundesliga zum Einsatz, wo sie halt einmal quer durch das Stadion was funken. Also, du willst ein Monopol. Wir halten das Ganze, das habe ich auch rausgehört. Halten wir fest, du kannst mir immer noch eine Summe auf den Briefumschlag draufschreiben und dann gucke ich mir das mal an. So ein Verbrecher, der Typ. Ja, aber genau für sowas bin ich auch zu haben, für unmoralische Angebote. Ja, stell mal vor, du bist dann der Einzige, der so ein Backpack hat von mir und ich sag zu den anderen Streamer, ja gut, aber Monte hat jetzt aber ordentlich bezahlt. Ne? Ich sag dir ehrlich. Monte hat Monopol gekauft. Du hast den einzigen Rucksack gekauft, den ich jemals für irgendwen angefertigt habe. Also ich sag dir ganz ehrlich, und das ist jetzt vielleicht eine abgehobene Meinung, aber das ist meine Meinung und ich scheiße auch drauf, ob jemand deswegen hatet. Zwei Leute hätten Anrecht auf so einen Rucksack. Knossi und ich. Das ist meine persönliche Meinung. Ja. Das ist meine persönliche Meinung. Begründung? Weil wir beide mit die Einzigen waren, die dich für Riesenprojekte gebucht haben. Also zumindest in der Öffentlichkeit. Also werde ich ärgern. Ja. Oder sehe ich das verkehrt? Aber du kamst relativ spät, oder? Da habe ich doch schon irgendwie für 10 andere große Streamer gestreamt. Du hast doch mit Knossi gemacht. Jeder kannte dich nur durch Knossi. Ja. Und ich habe deinen Ruf gekannt. Ich kenne dich von mir aus. Und der Ruf, du bist die Zeitfick von Knossi. Der Ruf ist weg. Jetzt bist du der coole Typ von Monte, der so auf der Gamescom das Geile erlebt hat. Ja,
Ja gut, ich hatte ja vorher auch schon 2.000, 3.000 Zuschauer, ne? Nein, das meine ich gar nicht. Die Zuschauerzahlen, das meine ich gar nicht. Dass du dir selber was aufgebaut hast, das meine ich nicht. Das weiß ich. Ich meine bloß, dass ein Papa Plate oder so, die haben ja noch nicht mit dir zusammen IRL-Content gemacht. Ja, das stimmt. So ja. meine ich das ja, schon, ja. ne? Aber das stimmt. Auch, wie gesagt, ja, ist auch egal. Ja. Ich werde dir mal... Nee, das stimmt. Also sehr loyal gewesen, ihr beide, genau. In den höchsten Tönen gelobt, als der mich ja kaum kennt. Also, ne, das war ja ganz am Anfang der Zusammenarbeit, da hat er schon so viel gelobt. Wir sind hier mitten im Nirgendwo. Ja. Und es ist so geil, Digga. Oder sei ehrlich, ist doch so entspannt, hier gerade längs zu fahren. Das stimmt. Ja, das habe ich aber vergessen. Pixel auch so, hat so ein bisschen ganz leicht gepixelt jetzt, weil wir wirklich nirgendwo waren. Ganz leicht gepixelt ist mir vollkommen scheißegal. Deswegen bist du ja da. Weil okay. mit dem Handy wäre hier Schwanz gewesen. Ja, das stimmt. Ah, das kann der Lambo auch. Ist auch ein kleiner, versteckter Geländewagen. Aber die Strecke ist hier ganz entspannt. Aber das Geile ist halt, dass die Leute dann auch, also diese ganzen Leute, die, ich habe jetzt Rock am Ring gestreamt, so 7.500 Zuschauer haben zugeschaut. Hab ich gesehen, ja. Wir hatten geil, danke fürs Zuschauen. Wir hatten ja vorher ein Gespräch, wo du gesagt hattest, so, ich weiß nicht, und dies Bällebad und Zuschauer. Ach so, weißt. Ja, ja. Und dann habe ich mich sehr für dich gefreut, dass Rock am Ring so gut lief. Ja, Festivals laufen immer gut, das ist immer geil. Und ich glaube, die Leute, die dann immer so reingerufen haben, Sidekick Knossi oder so, die checken das halt auch, dass ich eigentlich Streamer bin und das seit Jahren mache und deswegen Knossi auch zu mir kam. Also hoffe ich zumindest. Ist ein bisschen immer meine Hoffnung. Das Problem ist, viele benutzen Internet Explorer und der Running Gag kommt bei denen immer ein bisschen später an. Naja. Wenn jetzt die kleinen Kids da eben, die wieder Bad Ninghong geschrien haben und so, das Ding ist halt schon längst over, eigentlich, aber gut. Ja. Oder du bist doch der Cousin von Tommy. So, weißt du, das war eine Zeit lang mal witzig, aber mittlerweile ist halt einfach nicht mehr witzig, aber für viele, ja. die sehen das dann erst später, finden es dann lustig und machen es trotzdem noch weiter, ne? Naja. Ja. So, wir werden gleich ein bisschen über Land fahren. Ich habe noch einen Punkt auf jeden Fall, wo wir auch noch mal hinfahren, was auch eine Sehenswürdigkeit ist. Da werden wir uns zwar nicht lange aufhalten können, weil aus besagten Gründen Leute da immer hinkommen und so, aber ein bisschen gucken können wir da. Da wird es auch vielleicht ein bisschen kälter sein, weil da der Wind dann doch schon relativ doll peitscht. Ah, ist das nicht schön? Halt mal fest, die Kamera. Ja. Schon ein schönes Gefühl, ja? Ja, das war ein bisschen wie Achterbahn. Also diesen Untergrundweg hier liebe ich. Wirklich, den mag ich so gerne. Den fahre ich auch, wenn ich mal selber so privat unterwegs bin und so. Auch wenn der Weg deutlich, deutlich länger dauert. Aber ich weiß nicht, ich mag den einfach gerne. Der erinnert mich immer an Zeiten, wo man andere Probleme und Dinge im Kopf hatte. Aber im Verhältnis zu heute kleine Probleme. Nicht, dass ich jetzt viele Probleme habe, aber du weißt, was ich meine. Da war man ein bisschen sorgloser. Ja. Hier ist man nachts damals mit den Kollegen längs gefahren. Man hatte selber keinen Führerschein. Bisschen Weed in der Tasche, einen kleinen Flachmann in der Seitentasche mit ein bisschen Uso drin, ein paar Sprühdosen im Rucksack. Was kostet die Welt? Wo kann ich sprühen? Was geht? Lass uns mal zu McDonald's, ein Big Tasty Bacon. Oh, ich habe nur 4 Euro. Wie viel hast du? Ja, ich habe 5. Okay, dann lass uns zusammen was holen, zusammenschmeißen. Es war eine andere Zeit. Ich sage nicht eine bessere Zeit als heute, aber eine Zeit, die sich sehr bei mir eingeprägt hat. Meine Kollegen, lass mal kurz vorbei. Das ist auch immer ganz wichtig, wenn ihr solche Videos kommt. Auch immer ganz wichtig, wenn ihr solche Wege fahrt, immer höflich sein, immer die Leute vorbeilassen, dann kommt kein böses Blut, das respektieren die, auch wenn sie dich zurückgrüßen, freundlich grüßen, moin moin, immer freundlich grüßen, weil der Ton macht die Musik, die Höflichkeit ist wichtig. Man fährt hier einen Weg, wo man vielleicht, weiß ich jetzt nicht, ob man hier längs fahren darf oder nicht, ist auch egal, aber du fährst hier schon einen Weg, der eher nur für Radfahrer ist, also auch immer nett und freundlich sein. Und wir haben auch keinen Zeitdruck. Willst du den Wagen auch noch mal fahren? Okay, Chat, ich muss dazu sagen, ich sehe ja mal die ganze Zeit, er hat null auf den Chat geguckt. Das ist komplett seine Idee gerade gewesen, weil die das jetzt auch ganz Zeit geschrieben haben. Yeah. Ja, ich weiß nicht, ob das so eine geile Idee ist. Ich bin ja Knossis Porsche auch schon gefahren. Ja. Hat eher, glaube ich, einen amateurhaften Eindruck gemacht. Ja gut, dass du jetzt hier einen Profi-Eindruck hinterlassen sollst. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, kannst ja noch mal durch den Bauch gehen lassen. Du musst dich selber schalten. Du fährst ihn auf Sportmodus.
Guck mal, ich zeige dir jetzt mal als Vergleich. Ja. Das ist der Komfortmodus. Dann hörst du ihn fast gar nicht. Aber so fährst du ihn natürlich nicht. Du fährst ihn, wenn ich ihn jetzt hier, guck mal, ich schalte ihn mal auf Corsa. Jetzt auf dem Corsa-Modus sind alle Systeme aus. Alle, die Traktion, alles, was greift, ist aus und 95% der Leistung ist auf dem Hinterrad. Wenn ich jetzt hier in der Kurve Gas geben würde, wären wir weg. Dann wären wir weg. Also, so fahren wir auf gar keinen Fall. Ja. Wir fahren im Sportmodus, da kann dir nichts passieren. Da, also, natürlich, wenn du, ne? Aber das ist ein sicherer Modus auf jeden Fall. Versuch wäre es wert. Können wir auch, wir werden auf jeden Fall nochmal auf die Autobahn rauffahren gleich. Oh, warte mal, lass mal nochmal vorbei hier. So, moin moin. So, die haben nicht zurückgegrüßt, aber meine Karma-Punkte sind im Plus, deren Karma-Punkte minus 1 Grad. Hier war das im Übrigen, an dem Bahnhof. Ich werde jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, aber hier, genau an diesem Bahnübergang, zwei Jungs rübergelaufen, mit Schranke runter. Einer hat es geschafft, der andere nicht. Ich saß in dem Zug. Wir sind noch ein bisschen weiter gefahren, ich würde sagen so, auf Höhe des Stromkastens, auf Höhe des Wartehäuschens, da sind wir stehen geblieben und dann da hinten ist noch so ein See. Da mussten wir dann über 4 Stunden warten, bis der Ersatzverkehr kam. Das war ein absolut schreckliches Erlebnis. Nach vorne filmen, genau. Gucken, wie wir am besten fahren. Nach York. Ja, wir wollen nach York, gut. Wir fahren jetzt ein bisschen über die Dörfer. Auch Buxtehude bzw. Landkreis Stade, sehr dafür bekannt. Altes Land, Apfelanbau, Natur. Altes Land kennen vielleicht sogar einige von euch, ist sehr bekannt. Aber eher auch fürs etwas ältere Publikum, Radtouren, Entspannung. Das alte Land ist wirklich sehr wunderbar, also sehr schön. Wir fahren da jetzt so ein bisschen rum. Wenn deine Internetleitung da den Test besteht, ja. Also dann bin ich schwer beeindruckt, weil das ist wirklich, also da geht gar nichts mit dem Internet oftmals. Das tut, okay. Ja, und dann werden wir dazu ein, zwei Sachen fahren, die ich da noch im Kopf habe. Du wirst auf jeden Fall den Wagen auch noch mal fahren. Toll. Und wie gesagt, das ist heute das einzige Programm, was feststand, was hundertprozentig passiert, ist, dass ich den Wagen wasche am Anfang der Tour. Aber ansonsten ist alles, was wir machen, nach dem Bauchgefühl, Freestyle, wo haben wir Bock drauf, wer sind die Leute, belästigungsmäßig, kommen viele an einen Ort und so. Aber bis jetzt, wie lange sind wir live? Knapp 2 Stunden, würde ich sagen, ne? Ungefähr? Ja, ja. Aber bis jetzt ein sehr geiler Stream, immer auch entspannt mit Adam zusammen. Ja, und jetzt werden wir hier ein bisschen über die Wicken ballern. Durchs alte Land, durch das Stade. Durch das alte Land in Stade. Wir haben auch ganz früher mal ein paar Pakete ausgeliefert an Zuschauer, das weiß ich noch, wo wir den Weihnachtsmann gespielt haben. Ja. Das ist ja alles Apfelanbau, glaube ich, also wenn mich nicht alles täuscht. Also altes Land, wie gesagt, könnt ihr mal googeln, wenn es euch wirklich interessiert. Stade, altes Land. Wie war die Verbindung und das Bild auf der Autobahn? Ja. Gut? Stabil, ja. Willst du was trinken? Nee, ich bin da. Okay. Ah. Und ich sage euch auch ganz ehrlich, ich liebe diesen Wagen hier wirklich sehr. Und ich liebe auch, mit diesem Wagen auf der Autobahn zu fahren, die Geschwindigkeit zu spüren und. Aber am allerliebsten mag ich mit diesem Wagen über Landstraßen fahren, cruisen, gucken und einfach so ein bisschen entspannen, so ein bisschen Serpentin fahren, kurvige Straßen und so. Das macht mit dem Wagen auch wirklich richtig, richtig Laune. Oh, sorry. Also hier geht wirklich gar nichts, das seid ihr so, wie es ist, Digga. Wenn du hier als Kind groß wärst, dann gibt es am Tag 2 Busse. Einer, der morgens in die Stadt fährt und einer, der gegen 20 Uhr oder 19 Uhr wieder zurückfährt.
So, jetzt wollen wir mal kurz gucken, wie fahren wir denn am besten? Wir wollen nicht nach York, wir wollen eigentlich nach Stade. Die Frage ist, ob das der richtige Weg ist, Digga. Jetzt bin ich mir auch. Ich fahre hier diesen Weg nicht so oft. Naja, nach Stade sollte eigentlich der richtige Weg sein. Der Wagen ist ja bei der Kurve fast auseinandergefallen, Digga. Oh, moin, hallo, Karin. Ach, das war von meinem Kollegen, der. Jo, moin, jo, auch der nächste. Stadt bekannt wie ein bunter Hund, sagt man sich. Boot ist auch was Geiles, sag ehrlich, ne? Eigenes Boot zu haben. Aber fühle ich nicht in Deutschland. Ich weiß, es gibt auch schöne Gewässer in Deutschland, aber so ein Bootsführerschein so im Mittelmeer, das wäre ein Traum. Aber dafür brauche ich auch erstmal überhaupt einen Wohnsitz am Mittelmeer. Und dafür ist halt so die Umgebung Altes Land sehr bekannt. Deiche, Häuser, viel Landschaft, Apfelbäume. Hier ist die Welt noch in Ordnung, sagt man sich. Internet stabil? Ja, ich guck mal, bei mir auf dem Handy nicht, aber meistens immer so, wir streamen und ich bin selbst mit dem einzelnen Handy nicht. Ah, ich höre gerade, ja, alles stabil. Sehr gut. Also die SIM-Karten kämpfen schon ein bisschen, aber die Summe aus 14 SIM-Karten macht das dann. 14 SIM-Karten? Ja, wir haben 14 Modems heute. Verrückt. Weil ich ja auch nicht wusste, welche Standarten du vorhattest, habe ich mir gedacht, dann machen wir 7x5G, 7x4G. Deutschland ist, was das angeht, absolute Vollkatastrophe. Ja, ist halt blöd, dass es überhaupt nötig ist. Ne? Ja. Ja, ja. Aber es wird immer besser. Also du hast jetzt schon echt viele Masten, die aufgestellt wurden, noch zusätzlich. Für dich gut? für dich gut, weil dein Geschäft dadurch, in Anführungszeichen, dein Geschäft funktioniert. Aber für mich? Ich habe gar keinen Bock, IRL-Streams mit dem Handy zu machen, ja, weil ständig diese Internetprobleme, es fuckt einfach nur ab. Aber in Städten geht das jetzt ja mittlerweile wirklich. Ja, da gibt es ja viele, die es mit einem Handy und einer SIM-Karte machen können. Ne? Aber in Städten ist eigentlich auch der Platz, wo ich am allerwenigsten IRL-Streams machen möchte. Ja, weil stimmt. Ich da natürlich auch immer ganz gut erkannt werde. Ne? Das stimmt, ja. Ist doch schön hier im alten Land, du. Das muss ich wirklich sagen, das mag ich so gerne hier, das alte Land. Überall Deiche, überall schöne Häuser, schön langsam cruisen, genießen, Sonne im Gesicht, gute Luft, gute Laune, besser geht's nicht. Ein bisschen gemeckert, glaube ich. So. Hier haben wir das Wasser. Sieht chillig aus. Digga, ich sag dir, wie gesagt, wirklich das alte Land. Moin, moin, hallo. Das alte Land ist wunderschön. Auf Oldschool noch Kopfsteinpflaster, Digga, diese Scheiße. Hier die gute alte Eisdiele. Mal gucken, welchen Weg wir jetzt hier fahren, Digga. Ich fahre hier nicht so oft längs. Der Sound ist schon beeindruckend, oder? Wie er die ganze Zeit röhrt und brodelt. Ja, man hört die Geschwindigkeit daraus raus, das stimmt. Nee. Für mich fühlt sich das so an. Das kannst du nicht. Selbst mit 20 km/h hört der Wagen sich vom Sound her schneller an. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also, Leute verbinden, so sehe ich das zumindest, Leute verbinden mit lauten Autos auch hohe Geschwindigkeit. Aber ein Auto kann auch laut sein, wenn bei 20 km/h, weißt du, wie ich meine? Ja.
Und wie du ja siehst, fahren wir die ganze Zeit hier ordnungsgemäß. Ja. Das ist so typisch altes Land. Rehdach, altes Gebäude. Von wann ist denn das? Ja, aber wird aber auch schon seine 150 Jahre haben oder so. Oh, der hat zapp abgemacht. Der hat sich gedacht, 3, 2, 1, meins. So, jetzt wollen wir mal kurz gucken, wie wir hier fahren. Ich bin hier nicht so ortseinsätzlich. Das ist hier jetzt Gründeich. Da wollen wir nicht hin. Guck mal, sieht das nicht schön aus hier? Dahinter die Apfelfelder. Schon echt ein schönes Fleckchen Erde hier. Oh, hier ein kleiner Friedhof, muss aus sein. Oha, sogar einen eigenen Fußballplatz haben die hier. SV Gründeich oder wie heißen die hier? Keine Ahnung. Ich bin gerade ein bisschen verloren, wo wir längs fahren. Ich muss mich gleich mal. Warte mal. Ah ja. Aha. Ich glaube, ich weiß, wo wir rauskommen. Keine Ahnung, Digga. Bin mir noch unentschlossen. Ich bin den Weg schon mal gefahren, aber das Alzheimer und alles drum und dran kickt gerade ein bisschen rein. Ich weiß nicht, wo wir gerade sind. Was ist mit dem Internet? Das läuft gut? Eigentlich müssen wir gleich an der Kreuzung rauskommen, wo auch eine Tankstelle ist und so. Und dann müssen wir rechts abbiegen. Jawohl, nee. Doch. Warte. Ja, ich hab's ganz genau gewusst. Hab nie an meinen Ortskenntnissen gezweifelt. So, jetzt nach vorne filmen und nehmen. Der Wagen macht in solchen kurvigen und auch Landstraßen, es macht so viel Spaß, diesen Wagen hier zu fahren. Wir fahren jetzt gleich zu einem relativ bekannten Aussichtspunkt, Treffpunkt, den eigentlich auch gefühlt jeder hier aus dem Umkreis kennt. Jeder, der eine gute Kindheit hatte, war hier mal mit seiner Familie, mit seiner Oma und nicht nur einmal. Hat sich einen Hotdog reingesnackt, hat eine Pommes gegessen und. Ist ein sehr, sehr bekannter Ort. Es wird ein bisschen kälter da sein, aber den wollte ich euch unbedingt einmal zeigen. Im Übrigen auch kleiner Funfact am Rande. Auch ein Ort, wo mich mal eine Freundin, die ich hatte, betrogen hat, weil sie sich da mit jemandem getroffen hat und mit dem noch ein bisschen rumgemacht hat. Aber gut, alte Geschichte, auch drauf geschissen. Da ist eine Baustelle, hast du gehört? Aber nur fürs Verständnis, auch für die Behörden und ähnliches. Mein Handy ist das nicht, was da gerade verbunden ist. Das ist deins, oder? Ich habe fürs Handy angelassen. Du bist mit Bluetooth verbunden, ne? Das Witzige ist halt, ich habe immer exakt für alles den gleichen Klingelton. Ja, also egal, ob das S kommt oder ja, MMS, genau. Was es nicht alles gibt, ist immer der gleiche Sound. Richtig, Sound. Genau so ist es nämlich. Und jemand meinte mal, dass irgendwie bestimmte Benachrichtigungssysteme ähnlichen Sound benutzen. Ja, das ist hier, er hat mir jetzt hier drauf hingewiesen, das war eine SMS, ne? Ja. Oh, hier ist ja ein Blitzer, so eine Scheiße, Alter. Ja. Wäre ich fast reingefahren. Witzig. Scheiß Geld abzocke. So, wir sind jetzt am berühmt-berüchtigten, aber eigentlich nur am berühmten, sogenannten Lühe-Anleger. Und schau mal, was uns da vorne direkt erwartet. Ein wunderschöner Anblick, ein riesiges Containerschiffchen.
Das ist hier der berühmte Lü-Anleger, beliebter Treffpunkt von Jung und Alt. Schau mal, wie wunderschön, wie geil das Containerschiff da auf der Elbe aussieht, oder? Mann, ist hier kein Parkplatz frei. Scheiße. Ich glaube, den nehmen wir hier. Da passe ich doch easy rein, oder? Ja, easiness. So, beiseite, hier kommt der Landvogt. Guck mal, sieh das, ja. Ne? Oder? So, komm. So. Ja. Na komm, Adam, schnell noch mal den Eindruck einfangen. Sieht schon cool aus, das riesige Containerschiff da, ne? Ja, alles gut. Dankeschön. Genau, das ist hier die Elbe und der berühmt-berüchtigte Lü-Anleger hier. Wir, hast du ein bisschen Hunger? Wollen wir eine Pommes gleich essen oder was? Oh, du kannst auch einen Hotdog essen, für mich nur eine Pommes. Ich esse ja auch kein Fleisch. Was? Achso, ja, dann essen wir eine Pommes. Komm, gehen wir hier unten längs, auch entspannt. Moin. Hallo, moin. Wir können ja erstmal runtergehen da. Oh, Mensch. Scheiße, jetzt habe ich Mückenspray vergessen. Aber ich glaube, das hält sich hier noch in Grenzen. Aber zur Dämmerung kommen hier die Scheißviecher aber aus dem Boden geschossen. Das ist auch wirklich schrecklich. So. Geht das mit dem Wind und mit dem Ton hier? Ja, ja. So. Moin. Hi. So. Ja, so halbwegs, ja. So. Ja, das ist hier, wie gesagt, der berühmte Lü-Anleger. Hier kann man sich hinsetzen, hier kann man sich entspannen. Hier kann man einen geilen Ausflug mit der Familie machen. Also ist wirklich hier im Umkreis, Landkreis Stade, ein sehr beliebter Ausflugspunkt. Gerade natürlich dann, wenn die Sonne scheint und so. Am Wochenende ist hier wirklich viel los. Motorradtreffen, hier sind so viele Motorräder da am Start. Da können wir auch gleich noch mal hingehen, wenn die Jungs damit einverstanden sind, dass wir ihre Mopeds da mal filmen. Komm. Aber auch hier, Adam, sage ich dir ehrlich, ich würde ungern in dieses Wasser hier springen. Das würde mich nicht so anbocken, sage ich dir ehrlich. Das finde ich schon ziemlich eklig eigentlich. Das kann ich verstehen. Also ich würde hier nicht unbedingt gerne im Sommer jetzt so als Erfrischung reingehen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Das würde mich nicht so, moin, das würde mich jetzt nicht so, ja, abholen. Ja, wäre so, nee. So. Hier habe ich auch mal, vielleicht kennt das sogar noch der ein oder andere. Das müsste noch bei mir auf der Facebook-Seite, glaube ich, sein. Hier habe ich auch mal ein Ankündigungsvideo für einen Livestream gemacht. Da war ich damals mit meiner damaligen Freundin Anna hier. Da saß ich, glaube ich, hier irgendwie so ungefähr. Hier muss das gewesen sein. Ich weiß nicht. Da habe ich so Schenkel, oder Arm wieder in aller Frische mit einem kalten Monster, eisgekühlt, um 20.15 Uhr einen aktiven Livestream, weil A steht für aktiv, kommt vorbei, gepimmelt, in aller Frische. So habe ich damals ja gesammelt. Ja, kein Unterschied zu heute, Digga. Hier habe ich irgendwo mal ein Ankündigungsvideo aufgenommen, ja. Ah, aber schon ein schönes, schon ganz, ganz geil, muss ich dir sagen. Mag ich gerne hier. Ja. Merkst du, wie das Ding sich bewegt? Guck mal aufs Wasser. Ah, stimmt. Weil wir hier wie so mäßig schwimmen auf einer Insel mäßig. Ja. Bist du seekrank? Also kleine Boote mag ich nicht. Nee, ich auch nicht. Ich habe mal auf Teneriffa einen Stream gemacht, auf dem Boot. Das war so eine Yacht extra gemietet für einen Stream, so einen ganzen Abend. Und so schlecht, wir haben es auch gebrochen dann. Nee, ich kann wir wollten noch so kochen, weil das so VIP-mäßig gewesen ist. Ich hatte überhaupt keinen Bock mehr damit, Digga. Nee, ich werde auch schnell seekrank, Digga. Ja. Also das wäre mir jetzt schon hier, da hier könnte ich nicht ja, lange. Ja, mir wird schon schwindelig. Schnell weg hier. Muss auch noch mal pissen irgendwie auf Krampf. Aber ich glaube, hier gibt es keine Toiletten. Wenn mich alles täuscht, gibt es hier, glaube ich, gar keine Toiletten. Naja.
Hier ist ja auch Ebbe und Flut, ne? Mhm. Wenn hier Ebbe ist, dann geht das Ding aber senkrecht runter. Und dann gehst du aber wirklich so. Hm. Und dann, Mensch, Adam. Also zum Gebrauchsgegenstand, richtig? Dann holen wir uns jetzt nochmal auf entspannt eine frische Pommes. Da habe ich Bock drauf, sag ich dir ehrlich. Ich habe so ein bisschen Hunger. Habe heute einmal warm gegessen und das war Metzger Lesser. Das war aber auch schon um 13 Uhr. Gerade einfällt, Alter. Gold, Gold, Gold. Später nochmal ein bisschen Offstream und Kisten öffnen, sage ich. Habe heute auch im Regen Kisten Offstream geöffnet auf dem zweiten Account, für die Leute, die es interessiert. Und habe wieder ein Messer gezogen auf dem zweiten Account, ein Butterfly, ultraviolett, in Field Tested, so wie auf dem Hauptaccount letztens. Pi mal Daumen Düsenjäger. Das war ganz cool. Moin, moin. Riechst du schon? Fischbrötchen und alles. Das hat hier einen ganz speziellen Charme und Aroma. Ich habe ja eine Stammbude, wo ich immer hingehe. Ich gehe immer nur zu einer Bude, weil der Oldschool ist. Ist ja so Gewohnheit und so. Das ist ein Oldschooler, kennt man gefühlt seit 25 Jahren. Und deswegen gehe ich immer nur dahin. So, du kannst dich ja hier hinsetzen, so ein bisschen von außerhalb filmen. Was willst du? Willst du? Pommes reichen. Pommes rot-weiß schön, ne? Nee, auf keinen Fall. Moin, moin, hallo. Ich hab schon gedacht, die Bullen sind hinter dir. Und die Bullen waren eben kurz da, ne? Ja, nö, eigentlich nicht. Nö, wir fahren nur ordnungsgemäß. Hallo, moin, moin. Na, selbstverständlich. Ja, deswegen bin ich auch nicht in den Blitzer reingefahren. Sind sie hier vorne wieder auf. Ja, hier vorne haben sie wieder einen hingestellt, aber wir müssen langsam wieder das Weihnachtsgeld zusammenbekommen. Moin, ich hätte gerne zweimal Pommes rot-weiß. Ja. Adam, willst du noch eine schöne kalte Cola oder irgendwas? Nee, danke. Ich nehme das Wasser aus dem Auto. Nee, das gibt's nicht. Du nimmst jetzt was zu trinken. Ich trinke da nichts mit Kohlensäure. Ah, das ist diese Divas immer. Dann kriegst du Capri-Sonne. Kaffee. Hey, Alter. Nichts mit Capri-Sonne. Ganz komisch. Dann kriegt er einen Durstlöscher. Ja, ein Durstlöscher und eine Mezzo-Mix bitte aus der Flasche. Nichts mit Kohlensäure, oh Mann, du. Dankeschön. Nee, die normale bitte. Dankeschön. Hier, ich trinke nicht mit Kohlensäure. Was ist denn Durstlöscher? Ich kann ja nichts mit Kohlensäure trinken. Dankeschön. Ich schluck auf, genau. Ich nehme Schluck auf. Ich trinke so zwei, drei Schlücke, dann blockiert's. Dann trinkst du falsch. Ja, das ist das Problem. Nicht den Fehler bei der Kohlensäure suchen, sondern bei dir. Ich versuche uns mal mit der Cam ein bisschen aufzustellen, deswegen nicht wundern. Ich habe ein Stativ im Auto, aber ich glaube, ich kriege das so gebastelt. Das ist so ganz gemütlich mal aufstellen. Stell doch einfach auf den Tisch oder so. Ja, mein Ziel. Ist doch ganz entspannt. So, passt, Wackel hat Luft. Wo ich mal einen Tick nach links noch? Ja, viel geiler. Wo bleiben die Pommes, Mann? Oh nee, jetzt habe ich das Handy im Auto vergessen. Meine Güte. Ich hasse mein Leben, Digga. Ja, scheiße. Geht das mit Latschen Lambo fahren? Klar, alles geht. Das habe ich noch nicht gesehen. Da hatte ich viel zu schwitzen früher. Also ich sag ehrlich, ich fahre am allerliebsten ein Auto barfuß oder mit Latschen. Festes Schuhwerk. Da hat man ja auch
Gas. Ja, aber mit Latschen, also so Flipflops kann ich verstehen, dass, da rutscht man doch schnell raus, ja. Aber mit den guten Birkenstocks gar keine Probleme, null. Ja, ja. Sieht live aber anders aus. Ich hoffe aber besser. Ja, doch besser, ja. Dankeschön, ja. Ja, dann sieht das immer so aus, oder? Du hast abgenommen. Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Nee, nee. Internet sieht das immer so, ja, aufgedunsen. Ja, aber ist halt, ne, im Internet ist halt hinter der Kamera, ne? Ja. Im Real Life ist ja meistens immer besser, hoffen wir immer. Ja. Wäre ja schlimm, gut, wenn. Dass man sich mal sieht. Ja. Ich sehe immer nur am Vorbeifahren. Kommt ihr hier aus der Ecke, oder? Ja, ich bin eigentlich Buxtehude, aber ich bin nach Neuwurmsdorf gezogen. Ah, oh, ja, ist halt entspannt. Ja, du wohnst in Buxtehude, ne? Ja, ja, genau, richtig. Gelesen, ja. Ja. Genau. Ich glaube, da Mercedes habe ich auch schon mal, auch so ein grüner, ne? Ja, nee. Ein grüner und, das, und den Lambo, den hellgrün. Nee, nee, ich habe einen schwarzen Mercedes, einen schwarzen. Den schwarzen war da nicht grün? Nee, grün habe ich, Mercedes habe ich noch nie grün gehabt. Entweder dann nur, war das schwarz. Okay. Ja. Aber ich wusste, dass du so einen genau. So einen guten Großen hast. Ja, ja. Du hast einen guten Großen. Einen guten Großen, ja. Das höre ich immer. Welches rote Viech? Die Corvette. Oh, schön, geil. Mhm. Ah. Ich bin schon 21 Jahre Corvette-Fahrer. Corvette ist ein sehr schönes Auto. Ich habe den Wagen nicht gesehen. Ist das neuerer? Nee. Ich habe angefangen mit der C4 und wo wir uns kennengelernt haben, haben wir uns eine C5 gekauft. Ist das noch der mit den Scheinwerfern voraus? Genau, oh, geil. Sehr schön, ja. Bei dem bulligen Arsch. Ne? Corvette ist sehr schön. Ist er auch ein Auto, was man auch früher gerne auf Poster sich hingehangen hat und so. Ne? Corvette ist schon schön. Das ist auch für einen normalen Bürger bezahlbar. Hat halt einen dicken Motor unter der Haube, das ist das Wichtigste. Ist billiger wie ein Golf GTI. Ja. Von der Unterhaltung. Oh, Golf GTI habe ich noch nie gefühlt. Nee, ich sag aber von der Unterhaltung. Ja, ja, selbstverständlich, ja. Ja. Bei dem Lambo wird wahrscheinlich die Ersatzteile teurer sein. Ja, ein paar Dinger sind da, die muss man extra für bezahlen. Ja, ja, das stimmt. Das aber ist. Man lebt nur einmal. Das stimmt, ja. Lasst euch gut gehen, gute Fahrt. Ja, danke. Kein Internet hier? Ja, fürs normale Handy nicht, ne? Aber ihr seid live. Ich höre es auch. Wir haben das Gespräch sehr genossen. Ich sag euch, mit normalem Handy, normalem Stream hier, keine Chance. Mhm. Keine Chance. Von hier schon Storys hochzuladen, ist schon Krampf. Deine jetzt die Pommes, Mann. Ja, jetzt gerade streamen wir mit 12 Mbit. Ist doch gut. Ja. Schade, dass Twitch nur 7 bis 8 nimmt. Shoutouts an Twitch nochmal. Ja, du, alles gut. Ich kann es verstehen, die wollen Bandbreite sparen. Als Dankeschön, dass wir so loyal sind, machen wir bald unsere Werbelogos nur noch so. Völlig dämlich. Was sagt der Chat? Habt ihr eine gute Zeit, Chat? Lass mich einmal hier gucken. Achso, warte. Nee, alles gut. Beef mit Mehmet? Hä? Wo sind die Pommes her? Das ist, Digga. Das fragen mich aber auch, Digga. Wo bleiben die Pommes? War auch das letzte Mal, dass ich hergefahren bin, sag ich dir ehrlich, so wie es ist. Nee, schrecklich. Ja, cool, du hängst 24-7 hier drin, ist doch alles gut. Warum ist bei Twitch nur 1080p? Ach, Digga, frag mich nicht. Twitch ist. Ja, ich hab mal 4K auf Twitch gestreamt, aber wir haben eher eine Lücke ausgenutzt. Das Problem ist, du kannst trotzdem die Bitrate nicht erhöhen. Das heißt, wir haben 4K gestreamt, aber mit so 8 Mbit. Das war halt. und die Hälfte konnte das im Player nicht laden. Also du hast halt gesehen, dass 4K ist, aber du konntest halt nicht öffnen. Mhm. Ja, war halt ein Versuch wert. Weil bei YouTube ging's halt, ne? Ich hatte damals, vor 4-5 Jahren, hatte ich halt auch auf YouTube in 4K mal gestreamt. Da habe ich irgendwann gecheckt, okay, da hat keiner Bock drauf. Das guckt sich ja keiner an. Jo, geil. Helfen? Rot-Weiß, ja? Nee, alles gut. Danke dir. Ja, Adam. Das sind auch die richtig guten Freibad-Pommes. Ja, ja, so muss das sein. Ne? So müssen die sein. Schön ja. Gewürzt, übergewürzt. Machst du mir noch einen Spritzer Mayo extra rauf, schön bitte? Fertig. Danke dir. Dankeschön, danke. Der Kahn wäre sogar wenigstens höhere Bitrate. Oh ja. Ja, vor allem wir schicken 20 Mbit zum Server, ne? Damit wir dann bei Twitch irgendwie nur 7 oder 8 Wörter schicken. Das ist halt immer lustig. Aber das ist auch hier diese richtig geile Freibad-Mayo, weißt du, was ich meine? Mm. Vielen Dank. Mm. Guten Appetit. Auch. Heiß. Oh, komm her. Ja, Autofokus. Scheiß drauf. Scheiß Kamera, sag ich dir. Ja, das ist auf Gesicht optimiert gerade.
Auf Gesichter optimiert? Der Kamera war deine Fresse gerade heiliger als die Pommes. Ich kann so sehen, wie professionell die Kameras sind. Ja. Gesicht verdecken. Ah, oh, guckt euch die geile Freibad-Mayonnaise an. Mm. Pock tasty. Ich rieche in Bezug auf dir momentan zwei Arten von Nachrichten. Das eine ist, ja, kannst du Monte mal das und das sagen? Auch die Frau von damals hat mich ja damals auch angeschrieben. Hey, ich versuche mit allen Mitteln an Monte ranzukommen. Und was aber jetzt so die andere Hälfte ist, was mit dir zu tun hat, ist halt irgendwie, gibt es jetzt einen Gerichtsprozess, wann ist der und so weiter. Das sagst du wahrscheinlich nicht öffentlich, ne? Doch, das wird vor Gericht gehen. Ja, machst du das öffentlich dann? Wenn es so öffentliche Verhandlung ist? Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Oh, ich muss so hart vorziehen, Digga. Ja, warte mal. Oh, nee, den haben wir nicht gehört. Doch, das wird vor Gericht gehen. Das dauert noch ein paar Monate, oder? Ich weiß gerade nicht wann. Aber das mit der Frau wird vor Gericht gehen. Weil, wie gesagt, lieber Adam, wenn das durchgeht, dann könntest du rein theoretisch gesehen du und jeder andere den Livestreaming-Markt in Deutschland nicht mehr bedienen, weil jeder Mensch, der für zwei Sekunden oder eine Sekunde im Hintergrund als Beiwerk zu sehen ist, dich anzeigen könnte und dich verklagen kann. Also besonders der Abschnitt war ja so fürchterlich dämlich, weil wir wirklich als Pulk dann da zu sehen waren. Um uns rum gar keiner. Also wir sind ja nicht irgendwo untergegangen in der Menschenmenge, sondern also wir waren halt sehr frei auf dem Weg unterwegs, aber dort als geschlossene Gruppe. Und es steht halt Scarlett for Life auf der Cap, da steht es irgendwie auf dem Mikro. Da steht's, also ich weiß natürlich, ist es irgendwie unglücklich, dass man vielleicht dann irgendwie im Hintergrund dann so erstmal schauen möchte und so, aber sie war so verdächtig nahe, dass ich mir denke, okay, tricky, aber gut. Das ja, schon oft genug durchgekaut. Also, ich denke mir mehrere Punkte. Der erste ist, wenn sie mich nicht kennen würde, nur mal als Beispiel, wenn sie mich nicht kennen würde, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand im Livestream zuschaut, der sie für zwei Sekunden im Hintergrund sieht, ihr dann schreibt, du warst im Stream zu sehen, halte ich für sehr gering. Ja. Das heißt, sie muss theoretisch gesehen, aus meiner Wahrnehmung, mich erkannt haben. Also sie wusste, wer ich bin. So ist sie auch auf den Livestream angekommen und hat gesehen, dass sie im Hintergrund zu sehen ist. Aber wenn sie wusste, wer ich bin und mich sieht mit einem Kamerateam, dann kann sie doch in dem Moment, wo wir weggehen, kurz einmal sagen, Entschuldigung. Und dann, weißt du, es ist ja nicht so, was ist das für ein Emote? Das ist irgend so ein 7-Emote-Dings oder so. Ach, weil der eine da aussah wie der eine Typ von 187 eben, der da stand, Chat, oder was? Naja, es wird spannend, Adam. Ich hätte das auch alles fallen lassen können. Ich hätte ihr einfach 2.500 Euro zahlen können oder was das war. Und gut ist, aber das habe ich nicht eingesehen. Ey, aber du hast ja die Karte schon angeboten, ne? Aus meiner Wahrnehmung geht es ums Geld. Erstens bin ich nicht bereit, so einer Person Geld zu bezahlen. Und zweitens ist es aber, wie gesagt, auch wäre es ein herber Rückschlag, verurteilt bzw. dort einzuknicken, wenn eine Person in meinem Livestream für zwei Sekunden zu sehen ist. Ich kann den Aspekt verstehen, dass ihr kleines Kind im Hintergrund zu sehen war und dass ihr das vielleicht nicht so gefallen hat, aber nichtsdestotrotz beziehe ich mich dort auf das deutsche Gesetz und das ist das Beiwerk im Hintergrund. Ja, und die Sache ist halt, es hat ja wirklich niemanden gejuckt. Ich habe mir das ja im Nachhinein auch nochmal angeschaut, auch der Chat und so weiter. Null Personen haben sich irgendwie darauf bezogen, was da im Hintergrund war. Man hat es ja auch so kurz gesehen, dass man ja überhaupt... Das ist Beiwerk, hallo. Also wen juckt, wen hätte es gejuckt? Das ist halt das, was, wo ich ja mir auch immer so ein bisschen an den Kopf fassen muss, dass dann irgendjemand Palaver macht, obwohl überhaupt kein Bestandteil war. Das sind die sowieso immer, das sind auch in meinen Streams immer die Größten, die hinter der Kamera vorkommen, die null im Bild waren, denen auch klar gewesen sein muss, dass sie gar nicht im Bild sind. Ja. Und dann sagen sie, ja, ich möchte nicht gefilmt werden. Ich denke mir so, ja, dann geh weiter. So. Ja. Gibt schon sehr suspekte Menschen da draußen, Digga. Ich bin wieder froh, ich bin jetzt dieses Jahr nochmal in den USA und das ist halt vom Stream-Klima komplett anders. Also die freuen sich. Da gehst du auch so bei großen Unternehmen, spazierst du halt rein. In so einem M&M-Store. Super, Chef, danke dir. Dankeschön, sehr, sehr. Und die laden dich ein, sagen, hey, herzlich willkommen, so nach dem Motto. Und das ist halt echt cool. Mhm.
Pommes sehen geil aus, hat er. Die schmecken auch gut. Ja. Das sind diese guten Freibad-Pommes einfach. Ja, aber ich habe nicht gedacht, dass es so hübsch ist. Ich kannte eigentlich, ich dachte, ich wäre schon mal hier durchgefahren. Und ich habe Familie in Cuxhaven. Ja, das ist mit dem Metronom von Cuxhaven, ja, kenne ich, ja, ja. Auch dann über Buxtehude, Stade und Co. Aber hier habe ich das nicht so gesehen. Das ist echt hübsch geworden. Das hier ist schon ein nettes Fleckchen Erde. Aber es ist halt auch nur ein nettes Stückchen Fleckchen Erde hier, wenn die Sonne scheint. Hier setzt du dich nicht hin, wenn es draußen nieselt oder 10 Grad sind. Hier gehst du nur hin bei Sonnenschein. Oh, das tat gerade richtig gut, die Pommes. Richtig gut. Zum Wohl. Zum Wohl. Auf den schönen Tag. Stößchen, danke fürs Vorbeikommen, danke fürs Organisieren und Machen. Zum Wohl, Chat. Auf euch. Oh. Oh, oh. Adam, du weißt, was passiert? Ach so, ah, nein. Den musste ich so zurückhalten, der wäre so, oh. Der wäre so laut gewesen, hätte ich den rausgelassen. Hab man den im Stream trotzdem gehört? Aber die Vibration sollte man gehört haben. Den Emote zufolge schon, ja. Ja, das ist das Standard-Emote, wenn ich rülpse oder furze. Einer schreibt, fast gekotzt. Das ist auch in Ordnung. Ja, da bin ich mein Erlebnis hier. Oh, ich muss auch furzen. Ich muss so laut furzen. Oh. Wir können gleich noch ein bisschen rumcruisen, Digga. Beim Autofahren, Chat, aber ist halt einfach so, beim Autofahren sabbelt man nicht so viel. Und man sich natürlich auf die Umgebung und alles drumherum konzentriert, ne? Vielleicht fällt mir aber auch noch spontan ein Örtchen ein, wo wir hinfahren. Also ich bin irgendwie bei allen, weil ich weiß nicht, warum andere Leute so schnell mit dem Essen sind. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Du solltest einfach mal dein Verhalten überdenken. Das habe ich vom Richter neulich auch gehört. Du isst so langsam wie ein kleines Kind. Du trinkst keine Getränke mit Kohlensäure. Du kannst nicht rülpsen. Dafür sehe ich 8 Jahre jünger aus und du 8 Jahre älter. Das ist aber eine absolute Frechheit von dir, dass du das Thema jetzt hier noch mal aufmachst. Gib mal eine Pommes für die Taube, für das Dings. Gerne. Auch immer noch mal ein bisschen hier die Tiere unterstützen. Auf entspannt. Das fuckt mich ab, dass ich mein Handy im Auto liegen lassen habe. Wir gehen gleich noch mal hier kurz vorne einmal Richtung Motorräder. Aber wir werden jetzt alle nicht so, die Motorradfahrer wollen so ein bisschen untereinander sein, denke ich. Wir können auch oben noch mal auf den Deich gehen gleich. Und dann fahren wir mit dem Lambo weiter. Und dann gucken wir mal, wohin es geht. Warte, ich schmeiß es weg. Warte, wenn du nicht auch. Danke, Chef. Moin. Moin. Ich versuche nur, das ist so klein. Was denn? Ander. Ich weiß gerade selber gar nicht. Ach so. Ander. Keine Ahnung, ich was das ist. Das Wort auch. Oh, das hat gut. Ist alles? Jo. Ich weiß ich gar nicht, habe ich bezahlt oder nicht? Achso, nö. Das ist auch, ich wollte hier nicht die Zeche prellen. Okay, zweimal Pommes mit Ketchup. Das, ja? Ketchup und Mayonnaise, genau, richtig? Und dann haben wir eine Eisdee. Genau, richtig. 30. Mal 15 bitte. Danke. Super, schönen Tag noch, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Gleichfalls, danke schön. Gesund. Gleichfalls, danke. So, moin. Komm, Diggi. So. Ah, jetzt gehen wir mal hoch auf. Oh, hier die Corvette. Guck mal.
Komm schnell hoch, Adam. Nee, das schaffen wir nicht mehr. Nee, kriegen wir nicht mehr hin. Aber es war eine. Hat man sie ein ganz bisschen vielleicht gesehen? Ja. Die war schon ziemlich sexy, Digga. Digga, wie unangenehm war denn das? Da habe ich die nicht bezahlt, ey. Also wirklich, das war ja so peinlich gerade. Oh, Mensch. So unangenehm. Oh. So. Ah. So, ich setze mich mal hier einfach hin. Oh. Oh. Da unten sind die Motor-Mopeds immer. Im Sommer ist da immer. Genau, das wollte ich erreichen, setze ich hin. Im Sommer ist da immer richtig Halligalli. Also im Sommer fahren wir runter da zu den Mopedfahrern. Im Sommer ist da immer. Ist alles komplett brechend voll. Alle Motorfahrer aus dem Landkreis und Umgebung und auch von weiter her kommen hierher, sind hier eine Stunde, zwei, mampfende Pommes, setzen sich ans Wasser. Also es ist für unsere Verhältnisse, für einige, die weiter unten im Süden und so, ist das vielleicht Standard, so Gewässer und so. Wir haben natürlich hier auch die Elbe, aber für uns hier aus dem Umkreis ist das hier schon ein Highlight. Ne? Sowohl als Erwachsener, aber natürlich auch als Kind. Als Kind ist man hierher gekommen, wenn dann Ebbe war, hat man da ein bisschen rumgeplanscht, hat ein Eis gegessen, Pommes gesnackt. Es war einfach, ist einfach, ist so, ich glaube, viele können das nachvollziehen, das ist so ein Ort, an dem du deine Sorgen erstmal vergisst, weil du, wenn du hier bist, dich so viel Positivität erreicht, weil du so viel positive Energie einfach mit diesem Ort hier verbindest. Mag ich sehr, sehr, also mag ich sehr gerne. Ist so ein ganz bisschen zu kalt, du merkst ja, der Wind ist hier relativ frisch. Würde? Ja, ist frisch. Aber ansonsten kann man das hier echt ganz gut machen. So. Und ich sag dir ganz ehrlich, früher als Kind habe ich immer eine Sache gemacht, oder auch später noch als Jugendlicher, wenn man hier war. Ich bin die zwischen den Motorrädern längs gegangen und habe mir immer das schönste Motorrad aus meinem Empfinden rausgesucht. Und habe mir gedacht, wenn das... hab grad ein Stöckchen. Pommes noch im Hals. Oh, Alter. Oh. Oh. Aber geht, ja. Ja, ja, alles gut. Ich hab das. Darf ich mich ruhig machen? Ja, von mir aus. Ich bin aber am Livestream gerade, ne? Man sieht euch. Also, es ist. Nicht ja, mach ein Foto. Okay. Oh, Mann. Ich möchte sonst helfen. Los. Ich glaube, das ist besser. Ja, alles klar. Was? Was? Oh, ich hab's. Gut, bitte. Ich ja, komm, mach. Danke. Bitte. So. Darf ich auch? Ja, klar. Ja. Geht? Ja. Gut. Ja, das Gegenlicht müssen wir machen mal in die andere Richtung. Ja, gut, alles klar. Danke, danke. Setzt euch auch hin, wenn ihr wollt. Also wir gehen. Alles klar, gut. Na, auf jeden Fall habe ich mir immer vorgestellt, welches Motorrad meins wäre, wenn ich da wäre. Und eigentlich will ich ja auch immer noch einen Motorradführerschein machen. Aber ich habe irgendwie auch ein bisschen Angst davor, weil ich weiß, Geschwindigkeit und alles. Ist schon nicht zu unterschätzen. Ja. Irgendwo noch pissen gehen, Digga. Also, der Chat meinte vorhin, dass es eine Toilette gibt hinterm Deich. Ja, aber das ist ja, wie du Luftlinie siehst, mindestens 5 Kilometer entfernt. Das werde ich mir auf gar keinen Fall reinziehen. Da irgendwo nach da hinten hin, dann fahre ich lieber mit dem Auto hier kurz weg und halt irgendwo an und gehe da pissen. Da unten ist auch ein schöner Platz. Ich gehe kurz da unten pissen, komm gleich wieder. Okay. Hallo. Ja, mach ein Foto, klar. Na, da ist das Gegenlicht, du musst in die Richtung. Gut, dass du jetzt kommst, gleich hat er Pisshände. Gut, alles klar. Dankeschön. Ciao, ciao. So, ich komme gleich wieder, Adam. Machst du Ton aus? Einmal nö, ist doch scheißegal. Soll man auch den Strahl hören, ist mir auch egal. Schöne Strullergeräusche. Moin, so. Du wolltest eigentlich ein Foto haben, ne? Ja, wenn du jetzt Monte folgst, dann verfolgst du ihn beim Pissen. Du kannst hier gerne warten. So. Von wo bist du extra gestreamt? Oh, jetzt hätte ich genau neben mir ein Auto, Digga, so eine Scheiße. Ja, also ich wohne gerade eher extra für die BBS.
Normalerweise wohne ich in der Nähe von Oldenburg, aber... Das ist das beste Wasserlassen, wenn man gleichzeitig noch am Forzen ist. Dann weißt du, dass wirklich alles, was keine Miete zahlt, auch rausgeht. Für den Stream, bei dem wir irgendwie so gefühlt alle 10 Minuten die Location gewechselt haben, ist das echt mutig. Ja. So. Aber ja, sowas macht man halt dafür, ne? Vielleicht aber etwas scheiß Nase so, Mann. Bei dem Wetter. Sonst halt nicht, sonst ist es immer kalt. Alter, wie schnell ist denn der? Oh Mann, jetzt kriege ich aber noch Blähung, ey. Was ist denn los? Ich höre gerade, der Ton von Monte beim Pinkeln war toll. So, ja, da, weiter geht's. Schön, dass wir so weite Funkstrecken haben. Können wir auch Foto machen? Ja, mach. Wir kennen uns aus Blackouts. Du hast mir eine Freundschaftsanfrage mal geschickt. Digga, Blackout ist 10 Jahre alt, keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Ich habe immer sei gegrüßt gesagt. Hallo, das... Weißt du noch? Nee, weiß ich nicht mehr, Digga. Weißt du noch? Das ist Ewigkeiten her. Ach, du kennst mich. Ey, warte mal. Ey, ich bin so am Wackeln. Gut, alles klar. Ja, danke, Mann. Viel Spaß, lass dir gut gehen, ciao. Wollen wir noch ein Foto machen? Ja, mach ein Foto. Warte. Momento. Gut. Ja, auch noch, oder was? Ja, gerne. Ja, gut. So mit Helm, das könnte jetzt jeder gewesen sein, ne? Ja, hab ich auch. Erstmal, dass mir jemand ein Bild gemacht hat, der Helm auf hat. Ja, ich trau mir nicht so. Vielen Dank. Muss ja auch niemand mit, zu sehen sein, ne? Was sieht man das? Geht denn noch Mopeds gucken, oder? Nee, die Mopeds, Moped-Fahrer wollen so ein bisschen unter sich sein. Moin. Moin. Meinst du, ich darf auch noch kurz ein Foto? Ja, mach ein Foto. Jo, ja. Echt jetzt? Gut, haut rein, Jungs. Ja, ciao. Du siehst kuschelig aus. Darf ich dich überholen? Ich frage wirklich nur von Freunden. Dankeschön. Dankeschön. Schnell weg, Digga. Hier weg. Moin. Habt ihr kurz Zeit für ein kleines Foto? Ja, mach im Gehen oder hol schon mal das Handy im Gehen raus, Digga. Zeit. Wir müssen langsam hier weg. Das, ich merke schon, dass. Einfach zu lange an einem Ort. Das, ne? Habt ihr bereit oder was? Perfekt, super. Gut. Gut, alles klar. Lasst euch gut gehen, Jungs. Ciao. Ciao. Oh, auch ein schöner Opel hier, ne? Ja. Auf sowas stehe ich ja auch, Digga. Saisonkennzeichen in Rekord 1900. Schon ein schönes Auto, Digga. Vor allen Dingen so ein Opel Oldtimer. Ist bestimmt auch ein richtig geiles Feeling, das Ding zu cruisen, sag ich dir ehrlich. Mhm. Aber wir müssen los hier, Digga. Ich sag's dir. Besser ist das. Moin. Das spricht sich langsam hier rum. Vertraut mir, noch eine halbe Stunde länger, dann ist hier Probe voll. Moin. Moin. Ich wollte fragen, ob wir vielleicht ein Foto mit dir machen können. Ja, komm, mach. Das gehört ihr zu dritt zusammen oder was? Oder seid ihr einzeln? Kann ich eine Foto alleine mit dir machen? Ja, mach ein Foto alleine. Und mit mir machen? Ja, okay. Gut, alles klar. Danke dir. So. Gut, alles klar. Du musst auch noch eins machen, weil er hat sich nicht mehr draufgenommen. Mhm. Dankeschön. Gut, alles klar. Schönen Tag. Mach's gut, Jungs. Moin. Ja, mach ein Foto, komm. Dankeschön. Ja, alles klar. Ja, selbstverständlich, dafür bin ich hier. Ja, klar. Gut, Dankeschön. Mach's gut, Männer. Ciao. Danke dir. Gerne. Ja, mach ein Foto. Ja, klar. Moin, moin. So, easy. Oh, bist du dran? Ja, easy, mach so. Danke dir. Mach's gut, ciao. So, schnell weg. So,
Ach Digga, was schicken die? Guck mal, was mir meine Mods in die Modgruppe schicken. Was für ein scheiß Bild von mir. Was ist denn das für eine Kacke, Digga? Hab ich da gerülpt? Ich weiß nicht, ich glaub gerülpst oder so. Die eine ältere Dame hier vorne auf der Bank ist ganz gut zusammengezockt gerade. So, lieber Adam. Fahren wir mal vom legendären Lü-Anleger wieder weg. Sehr schöner Ort hier auf jeden Fall. Ohne Kamera und ohne Livestream vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber ganz entspannt. Alles so nette Jungs. Aber wenn wir 20 Minuten ungefähr länger geblieben wären, dann wäre hier deutlich mehr los gewesen. Beste Grüße noch an alle, die jetzt gerade noch auf dem Hinweg sind und irgendwie noch gehofft haben, dass sie dich erwischen. Ja. Dabei aber ankommen und auf einmal bist du weg. Wir haben ja dazu gelernt. Wir wissen ja, an einem Ort zu lange zu sein, ist sehr gefährlich. Ja. Sehr, sehr gefährlich. Moin. Und ihr bekommt das ja auch nicht mit, aber gefühlt jeder zweite Wagen grüßt. Es ist halt einfach, man ist halt einfach an einem Bekanntheitsgrad angelangt, wo einem wirklich gefühlt. Ich mach Parkenmodus rein, liebes Twitch-Team. Jetzt gibst du mir deinen Lambo an oder was? Das geht, oder? Alles klar, na klar, alles klar. Pass auf dich auf, ne? Lass dir gut gehen. Ciao, ciao, ciao. Alter, Schulkamerad. Ewigkeit nicht mehr gesehen. Moin. Jeder kennt einen. Das ist wirklich jedes Mal wieder. Na komm, fahr. Geile Motorräder, Digga. So geil. Ich stehe da so voll drauf, Mann. So, fangen wir die Jungs hier einmal ein. Stolle Scheiße, jetzt habe ich hier nicht manuell drin gehabt. Und die richtigen Oldschooler, das Video habe ich damals mit Hornisse gedreht. Die richtigen Oldschooler wissen, dass ich mal eine Szene aufgenommen habe vom meinem E350 Coupé. Da bin ich auf der Straße so längs gefahren und Hornisse hat von oben gefilmt. Das muss irgendwo hier gewesen sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, da vorne bei der Park, irgendwo muss ich auch hochgefahren sein. Auf jeden Fall ist diese Szene mit Horni zusammen, muss hier irgendwo entstanden sein. Ich glaube, da hinten, wo der Weg nach oben geht. Das muss da entstanden sein. Hier kann man auch wirklich schön spazieren gehen. Ja, da, ich glaube da oben. Das muss hier irgendwie so passiert sein. Und jetzt gerade nicht leider, aber auf diesen ganzen Feldern sind immer Schafe, die das alles grasen. Manchmal, wenn ich hier längs gefahren bin früher, habe ich mich einfach links an die Seite gestellt, habe mein Auto ausgemacht, Fenster runter und habe einfach nur den Schafen beim Grasen zugehört. Und beim Gott, da vorne sind sie doch. Das hat so einen Entspannungsfaktor, sage ich dir. Aber da ist, glaube ich, keine Parkbucht, so eine Scheiße. Doch, da ist eine Parkbucht. Da machen wir mal den direkten Linksbieger. So, hinter mir keiner, hier ist auch frei. Ah, ja. Das ist ja mega entspannt. Witzig. Ah, ja, Jungs, alles gut. Und der hat ein bisschen geschrien. Dann einfach hier hinstellen. Ja. Hörst du das? Der Livestream wird es vielleicht nicht hören. Und einfach hier sitzen und gucken und entspannen. Das habe ich damals schon genossen und das genieße ich immer noch, Digga. Und man kann es auch noch ein ganz bisschen mehr genießen, wenn man weiß, dass man diese Tiere nicht essen würde. Sag ich dir ehrlich. Mhm. Oder? Also ja. Ist bei mir so. Ich habe direkt wieder das Bedürfnis auszusteigen, aber es macht keinen Sinn, auszusteigen und den hier unten das Grünzeug zu pflücken und reinzuschmeißen, aber die haben noch so viel. Und du kannst das hören, ne? Der Livestream wird das nicht hören, weil es sehr, aber... Ja, du kannst probieren, das Mikro rauszuhalten, wenn du willst. Ja. Gucken wir mal. Ja, jetzt fährt gerade ein Auto vorbei. Ich glaube, das fängt das Mikro nicht ein.
Na, was sagen Sie dazu, Mr. Schaf? Mal eine kleine Umfrage. Das eine Schäfchen kommt hier sogar runter und will mal gucken. Oh, Chat, mal das hocken. Hört man das? Warte mal, du kannst da kurz sitzen bleiben, ich steige einmal kurz aus. Okay, ja. Vielleicht fällt mir das dann noch ein bisschen besser ein. Alles gut, Jungs, alles entspannt. Nicht erschrecken. Wir wollen hier nur einmal ein bisschen die Eindrücke einfangen. Ich glaube, so ein bisschen fängt man das ein, ne? Ja, mein Süßen. Oh, da vorne ist ein kleines Baby. Ja, komm mal her hier, Kollege Schnürschuh. Nur mein kleines Lämpchen. Hier vorne ist ein ganz kleines Lämpchen. Oh, du bist ja so ein Süßi, so ein Feinchen. Mäh. Mäh. So, ja, ich lasse euch in Ruhe. Alles gut, macht mal euren Job hier. So. Ich sag dir ehrlich, Digga, das hat eine richtig gute Entspannung. Ich sag dir ehrlich, wenn ich irgendwann mal, natürlich bin ich mit meinem Haus sehr gesegnet und bin auch sehr dankbar darüber, aber wenn ich irgendwann noch mal die Möglichkeit habe, mir ein Haus zu besorgen oder zu kaufen mit einer riesigen Grundstücksfläche, dann hätte ich auch echt Lust, mir Tiere zu halten. Was ist denn los, Kollege? Hä? Ebenso schüchtern, jetzt kommst du dich dran, komm mal hier ran auf den Meter. Hä? Was ist los? Was guckst du so? Ich hoffe, ihr erschreckt euch nicht, wenn ich den Wagen gleich anmache. Aber für euch mache ich extra auf Komfort. So. Aber die werden sich trotzdem erschrecken. Hoffentlich nicht. Oh, so ein ganz bisschen. Hurensöhne würden jetzt Soundprobe vor denen machen. Aber wir sind keine Hurensöhne. Wir fahren hier im Komfortmodus. Ich habe jetzt schon die Musik 10-mal. Warte, liebes Twitch-Chat. Der Wagen ist im Parkenmodus. Er ist zwar an, im Stand, aber er parken muss. Moin. Musik kurz aus. Warum ist hier eigentlich seit einer halben Stunde Google Maps aktiviert? 12% Akku. Da knallt es aber ganz gewaltig. Alles schließen, außer die. Genau, Position gefunden, richtig. Aber ich bin ja vorbereitet, Adam. Aha. Das war dein Handy jetzt, ne? Genau. So, dann laden wir das Ding mal ein bisschen. Okay, wir fahren ganz leise los. Haut rein, Jungs, viel Spaß noch. Mehr, genau. So, langsam, langsam. Motorrad. So, und jetzt können wir langsam in den Überholkommen. So. So. Oh. Oh, der knallt immer so schön. Oh ja. Freust du dich schon gleich, das Auto zu fahren? Ah, shit, das habe ich komplett vergessen. Das habe ich komplett vergessen. Willst du Landstraße fahren oder Autobahn? Ja, dann wäre Autobahn natürlich schon. Oh, nee, warte mal. Nee, mach mal Landstraße, dann kann ich jederzeit besser aufhören. Also Autobahn. Ja, mal gucken. Erst Landstraße, ein bisschen, ein kleines Stückchen, dann einmal auf die Autobahn rauf, sage ich. Oder nicht? Ja, klingt nach einem Deal. Wie gesagt, jetzt mal wirklich, du brauchst mit dem Wagen überhaupt gar keine Berührungsängste zu haben. So, ich muss mal kurz
kurz gucken. Fahren gleich nochmal durch York. Und von York fahren wir dann rauf, wieder nochmal auf die Autobahn. Können theoretisch gesehen, ja, man muss mal gucken. So gegen 21 Uhr will ich wieder zu Hause sein, also so eine Stunde, knapp eine Dreiviertelstunde können wir noch so machen, aber gegen 21 Uhr will ich wieder zu Hause sein. Dann kommt noch ein Kollege vorbei, mit dem ich mich verabredet habe. Das kann man ein bisschen schieben noch, aber ich sage immer auch so, wir fahren ja Freestyle durch die Gegend und Buxtehude ist jetzt auch nicht so dafür bekannt, hunderte Attraktionen zu haben. Klar, man kann auch noch nach Hamburg reinfahren, in die Innenstadt und, aber alles ganz gediegen, kommt Zeit, kommt Rat. Soll ja auch nicht der letzte IRL-Stream gewesen sein, den wir zusammen machen, Adam, ne? Ja. Es sei denn, du verkaufst mir den Rucksack. Also, oder erstellst mir den Rucksack. Jetzt weißt du, warum ich ihn durch erstelle. Ja. Ey, das ist wirklich nicht so einfach. Ja, dann müssen wir gleich rechts rein. Ich weiß aber noch nicht ganz genau wann. Es ist so schön, den Wagen runterzuschalten. Wieder hoch. Und wieder runter. Moin. Ist einfach ein Genuss. Ah ja, hier müssen wir rein. Der Leuchtturm ist immer, die Mühle ist immer der Wegweiser. Jetzt sind wir hier in York. Da haben wir auch eine Zeit lang viel Zeit verbracht. Passt, doppelt und dreifach. So, ich bin gerade überlegen, ich weiß, wo wir einen Fahrerwechsel machen. Links wieder alles voller Apfelbäume, dafür wo halt das alte Land und die Umgebung York bekannt ist. Wirklich sehr schön. Aber ich glaube, also früher hat mich das nicht interessiert, aber je älter man wird, desto schöner findet man das irgendwie, ich weiß auch nicht. Hier in York war oder ist auch Memo sein Laden, wo ich früher sehr viel Zeit verbracht habe, das wisst ihr ja. Und er selber auch schon, hat er selber auch schon mal gesagt, dementsprechend habe ich hier in York auch wirklich eine lange Zeit, viel Zeit verbracht. Oh, hier kommt der Wagen sehr gut zur Geltung. Dann machen wir mal fliegenden Fahrerwechsel. So. So. Hopp. So. Da muss ich die Kamera nehmen, das wäre interessant. Ja, du kannst sie eigentlich, ich guck gleich mal, dass wir sie irgendwie so ein bisschen postieren können und müssen nur gegenhalten. Wie bitte? Nö, ich kann sie schon halten, das ist kein Problem. Es kommt halt drauf an, wie ich fahre. Wie bitte? Es kommt so ein bisschen drauf an, wie ich fahren werde. Im Grunde
einfach versuchst hinzupacken und dann so zu halten oder so. Ja, ich kann sie auch halten und Eindrücke einfangen, also das passt schon. Ja, Mann, ich habe auf Auto. Aber dann auch ein bisschen Rabatt noch. Weil das ist ja jetzt Arbeitszeit, die flöten geht gerade. Hast du voll viel Werbung für mich gemacht im Prinzip indirekt? Dann für umsonst heute, sagst du? Boah. Ja, komm mal. Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall, Digga. Mach mir einfach einen guten Preis, aber umsonst will ich auf gar keinen Fall. Mach mir einen guten Preis, aber umsonst nehme ich nicht. Weil du hast Aufwand und alles, ich bezahle. Also ich hätte aber eh gesagt, weil das so chillig ist, das sind ja keine Gamescom-Verhältnisse, dass wir weit... Einfach einen guten Preis, mein Süßen. Ja, Handschlag drauf. Okay, guter Preis. Pass auf. Ja, ich weiß jetzt halt nicht, ob dich der Rucksack sehr nervt. Nö, alles gut, lass ihn stehen. Ich bin anpassungsfähig, Digi. Pass auf, genau. So. Ich mach mir mal noch Powerbank rein. So. Bist du hier voll im Zoom drin oder kann man noch rauszoomen? Achso, ja, dann machst du das. Wo ist Zoom? Da hinten. Ah, okay. Bei dir müssen wir gucken wegen des Mikros. Das ist jetzt auch unterm Gurt, höre ich gerade. Unterm Gurt? Ja, genau. Ja. Das machen wir jetzt einfach nochmal hier nach links oder so. Ja. Machen wir kurz nach links. Ja, passt. So. Okay, Adam. Was erwartest du? Also, ich habe jetzt natürlich nicht hohen Druck, wenn 50.000 Leute gerade dabei zuschauen, wie ich deinen Wagen fahre. Wie viele schauen zu heute? Jetzt 45.000 sind wir gerade. Schmeckt. Ja. Geht aber mehr, aber. Also, ich muss den Leuten auch erklären, ich sitze halt sehr weit vorne wie so eine Oma, aber der ADAC hat mich damals dafür gelobt. Also alles gut. Das hier irgendwo hinlegen auch? Was denn? Das Handy. Ja, das würde ich nicht da hinlegen, weil wenn du beschleunigst, dann fliegt das durchs Auto. Warte mal, dann klemme ich mir das hier so ein, aber dann legst du da hinten hin. Es ist aus, wunderbar. Ich stelle die Kamera mal hier so, auch entspannt. Ich habe so ein ganz bisschen Oldschool-Flashback-Feeling mit King Orgasmus One, als wir ein Porno gedreht haben. Ja, da saß er hier auch und hat so mit so einer Kamera so auf so komischen Winkel. So. Digga, meine Zähne leuchten ja wieder heute. Wowie, wowie, wowie. So, ich glaube, das Mikro klemme ich einfach hier hin. So, also, du kannst hier den Sitz verstellen, wie du möchtest. Wenn du, oder sitzt du gut? Nee, ich würde sehr, sehr weit nach vorne gehen. Warte mal, wo war denn das nochmal? Hier an der Seite. Du musst einfach nach unten fassen und dann hast du so einen Regler und dann kannst du nach vorne machen. Ja, das kenne ich vom Tesla. Das ist wahrscheinlich die einzige Gemeinsamkeit vom Tesla und dem Wagen hier. Dass man den Sitz so nach vorne stellen kann. Digi, ist das dein Ernst? Ja, aber das muss schon so, ja. Ernsthaft? Ja, das muss so. Okay. Ja. Gut. Okay. Okay, also. Ist gar kein Problem hier. War alles unter Kontrolle. Also, am Ende des Tages ist es so. Du musst nichts machen, außer Gas geben und bremsen. Mhm. Das Einzige, was du jetzt machen musst, ist die Bremse zu treten. Und wenn du bereit bist, drückst du diesen Pedal hier und dann geht er in den ersten Gang. Okay. Und dann, wenn du dann die Bremse loslässt, rollst du los. Du sagtest, Gangschaltung ist automatisch? Gangschaltung ist automatisch, du musst nichts schalten. Okay. Jetzt ist er in Automatik und jetzt kannst du einfach losfahren. Okay. Und ich würde am Anfang erstmal die ersten paar hundert Meter langsam ein bisschen antesten. Ja, warte mal. Ja, um die Nervosität hier auch mal das Eis zu brechen so ein bisschen. Genau. Und jetzt kannst du einfach gemütlich fahren. Vielleicht einmal kurz für dich, einmal auf die Bremse treten, um mal so ein Gefühl für die, wie sie beißt. Ja. Aber eigentlich ist das überhaupt gar kein, also ist ganz entspannt. Okay.
okay. Ja, was die Umstellung für mich ist, ich habe halt mit einer Pedale bremse ich auch gleichzeitig, wenn ich wieder loslasse bei mir. Ja. Ne, jetzt muss ich hier aktiv dran denken, um wirklich immer zu bremsen. Aber da gewöhnt man sich schnell dran, also easy. Okay, du lutzt mich durch. Ja, fahr jetzt links. Okay, also Blinker ist hier? Ja, Blinker, nee, Blinker ist hier. Falls das Bild nicht so professionell ist, ich bin es nicht gewohnt. Und jetzt einfach den Blinker nochmal links. Das Allerwichtigste ist, dass du mir die Felge nicht kaputt machst. Wenn das passiert, wäre ich bedient. Ich gucke rechts, du kannst links gucken. Boah, aber schön zu sehen hier. Rechts ist frei, ja. Links früh auch gut. Und Abfahrt. Und jetzt fahr einfach. Er schaltet automatisch, er macht alles automatisch. Du musst vor nichts Angst haben, außer du musst halt selber bremsen. Und wie ist? Ja, ist schon ganz okay so. Ja, würde ich auch sagen, ja. Ich weiß nicht, ob es jetzt nochmal besser macht, dass es halt dein Wagen ist. Das weiß ich nicht, aber es ist wie gesagt, also es ist ein ganz normales Auto eigentlich, ne? Aber halt mit viel Leistung und viel Biss, was du jetzt halt noch nicht rausreizt, ja, ja. Was noch passieren wird. Aber jetzt erstmal ein bisschen kennenlernen. Aber wir fahren gleich auf die Autobahn. So, jetzt fahren wir gleich rechts. Moin. Pass auf, die Kurve ist so ein bisschen ekelig hier. Ja. Einfach rechts, scheiß auf den Blinker. Oh, und Abfahrt sieht frei aus und gut. Oh, er blinkt trotzdem, perfekt. Oi, oi, oi. So. Ja. Steht dir gut. Oh, vielen Dank. Steht dir gut. Besser als ein Tesla, sage ich dir. Ja, beim Tesla ist halt das geil, dass ich diese ganzen Schnittstellendaten abfangen kann. Ne? Dass man dadurch im Stream dann sich anzeigen lassen kann, wo man ist, wie schnell man fährt, wie das voll stimmt. Der Akku ist und so weiter. Das stimmt. Das müssen wir hier erstmal basteln, aber ich verstehe den Reiz komplett seit heute. Braucht man nicht, den ganzen Scheiß. So, wir sind jetzt hier in Ladekorb. Auch wo, da hier geht überhaupt gar nichts, Digga, sage ich ehrlich. Adam macht sich ganz vernünftig. Und wir sind in, ja, wir sind so in, keine Ahnung, 3 Minuten auf der Autobahn, würde ich sagen. Nicht mal. Aber das ist egal. Da. Jetzt kannst du mal so ganz bisschen Gas geben, also nicht doll beschleunigen, einfach nur mal so leicht rauftippen, um ein Gefühl zu bekommen. Aber pass auf, die Straße ist hier nicht besonders geil. Also nur mal ganz bisschen rauftreten. Ja, genau. Ja, man muss gar nicht so viel drücken, damit er einfach mal so um 40, 50 km/h beschleunigt. Ja, das war aber beschleunigungstechnisch jetzt gar nichts gerade, ne? Ist ja klar. Von der Regen in die Traufe. Wir sind sofort auf der Autobahn und dann geht's rund. Mach schon mal die Fenster dicht. So. Also hier diese Straße ist wirklich Katastrophe. Wenn man auf dieser Straße hier fährt mit mehr als, sagen wir mal, 120, 130 und auch nicht unbedingt das beste Auto hat, dann haut es sich von der Straße gefühlt runter. Die ist so uneben, du merkst es ja auch selber, ne? Ja. Die ist so uneben, hat so viele Schlaglöcher, es ist wirklich so eine ätzende Scheißstraße. So, und wir fahren jetzt hier gleich links auf die Autobahn. Dass er nochmal aufrollt, wenn man anfängt, ein bisschen zu bremsen. Ja, ist schön, ne? Okay, wenn das so gehört, dann ist das super. Ich finde es schön, ja. So, hier jetzt rauf. Wie viele Leute sind den Wagen jetzt schon gefahren? Eine Handvoll. Schon, ja, okay. Und wenn wir gleich auf der Autobahn sind, guckst du einmal, ob von hinten was kommt. Und wenn nicht, kannst du direkt Gaspedal. So wie du dich fühlst natürlich, aber kannst du theoretisch gesehen voll durchdrücken. Noch ein bisschen Gegenlicht. Jo. Siehst du eine Klappe, ja? Ne? Ja, aber eine kleine. Ja. So, warte. So. Und rein theoretisch gesehen kannst du jetzt voll durchtreten, wenn du möchtest. Junge, Junge, Junge! Junge! Dreh drauf! Was denn? Achso, das ist noch der Blinker.
Okay, boah, ich merke gar nicht, dass ich so schnell fahre, wie ich gerade fahre. Das dreht doch mal rauf auf das Gaspedal. Ja. Wieso geht der Blinker die ganze Zeit? Wie kann man den immer ausmachen? Reindrücken, du musst ihn reindrücken, Knopf reindrücken. Okay. Dreh drauf auf das Gaspedal. Okay, links sicher, Schulterblick, los geht's. Komplett durchtreten. Ei. Junge! Er tritt nicht komplett durch, aber ist auch gut. Alles gut. Ui. Ei. Ah! Ei! Ui! Der hat mich gesehen, ne? Ja, safe. Jetzt hier ist noch Kurve, da bin ich zu langsam machen. Bisschen runter vom Gas, ja. Kurve scheiße. Kurve, genau. Ich habe das nicht gewusst. Ich wusste das alles nicht, Mann. Ich wusste das nicht. Komm auf die gute Seite, Digga. Scheiß auf Elektro. Aber ab und zu vermisse ich tatsächlich dann doch diesen Elektrosound. Ach. Und wenn du den selber noch manuell schaltest, kommt es nochmal wirklich geiler. So. Mal rüber. Und jetzt nochmal, würde ich sagen, hier ist gut. Kannst nochmal richtig reintreten. Einfach komplett bis zum Anschlag durch. Mach. Ja, weil ich fahre nochmal die Kurve entlang. Ja, ich glaube, hier ist gerade so ein bisschen. Einmal rauftreten, Adam, vertrau mir. Ja, ich will die Kurve noch fahren, Fuß ist aber. Die Kurve ist harmlos. Die Autobahn ist ein bisschen voller. Oh, da oben hat jemand gewunken. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Dreht einmal jetzt ganz kurz rauf. Einmal komplett durch. Eieiei, was war das denn? Das hört sich aber krank an. Okay, er macht Platz. Ja, dann dreht einmal durch jetzt. Aber Twitch, wir haben alles in Kontrolle, wir sind Stuntmänner. Hier ist unbegrenzte Autobahn, wir fahren sicher. Ja, ja. Ich gucke auch immer da, wo ich mich sicher fühle, ja, dass ich dann auch nicht drüber fahre. Ich finde auch nicht, dass man merkt, dass man 210 fährt. Nee, absolut nicht. Das ist natürlich die große Gefahr. Moment. Ah, hier ist ein bisschen Verstopfung. Ja. Ich sag dir ehrlich, Respekt, wie du die ganze Zeit die Kamera halten kannst, Digga. Mein Arm ist jetzt schon Mäusimeier, Digga. Wir haben normalerweise Hilfsmittel, aber die haben wir jetzt natürlich so immer aus dem kleinen Auto, geht das halt nicht. Ne? Deswegen ist es dann nochmal ein bisschen anstrengender als sonst. Jetzt durchtreten, Adam, komm! Das ist aber auch ein schönes Stück Autobahn hier, ne? Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist halt ein bisschen Verkehr, Feierabend, dies, das, Ananas. Ja. Aber jetzt sag ich mal, am Wochenende oder zu einer ruhigeren Zeit oder in der Nacht, dann geht's ja ganz gut voran auf jeden Fall. Und gleich kommt 120. Okay. Wir können hier gleich rechts wieder runterfahren, wie vorhin auch. Ja. Dann fährst du bei McDonald's kurz auf den Parkplatz oder auf die Tankstelle rauf. Und dann machen wir wieder Fahrerwechsel. Hier dann direkt? Hier rechts gleich einordnen und da vorne rechts die Abfahrt nehmen, genau. Und dann fahre ich nochmal die Autobahn zurück, auf entspannt. Hat sich gut geschlagen, der Adam.
Ich habe es jetzt auch schon mal vorgestellt. Ich habe sehr viele Wagen schon mal ausprobiert und der ganze Chat hat mich immer gehasst für die Art und Weise, wie ich damit fahre und dass ich das Potenzial nicht voll ausreize. Ja, das Potenzial hast du jetzt auch nicht voll ausgereizt, ja, aber ja, ich sag dir ehrlich, Digga, warum solltest du das Potenzial voll ausreizen? Wenn es das ist, wie du dich am wohlsten fühlst und wo du dich wohl fühlst einfach, dann ist es genau der richtige Weg, weil niemand sollte in einem Auto von dir verlangen, etwas zu machen, wofür du dich nicht gut fühlst oder bereit fühlst. Weil ein Auto, sowas wie dieses hier, das ist ein Lamborghini mit 640 PS, der 325 Spitze fährt, wie könnte ich von dir verlangen, dass du diese komplett ausreizt? Weißt du, am Ende möchte man natürlich, dass sich niemand verletzt. Hier dann, ne? Ja, ja, hier und dann links einmal kurz rauf, dann machen wir da kurz den Fahrerwechsel. Hier jetzt links rauf. Ach so, hier. Oder ja, kannst auch einen weiter, alles gut. Fahr hier kurz links durch die Tankstelle. Nee, ist alles besetzt. Dann fahr hier kurz links rum bei McDonald's, jetzt direkt links. Genau. Soll ich hier kurz einpacken? Ja, du kannst hier einfach stehen bleiben, Digga. Hier will niemand längs. So. Einmal den P-Knopf drücken, Digga. Gut. Dann stelle ich die Kamera hier mal ganz kurz hin. So, ja, ist jetzt ein bisschen. Einfach draufdrücken, das P? Ja, ja, einfach P. Ist jetzt im Park. Ah, doch, ja. Ah, so. Moment. Achtung. Ich kann dich da gleich befreien. Ja, nee, alles gut. Ich komme hier selber raus, Digga. Ey. Danke. Digga. Ach so, scheiße. Der Sitz ist doch auf mich angestellt. Ich krieg mein Bein hier nicht durch. Ich bin selber auch jetzt 2,5 Köpfe größer als ich. So. Ich hab's auf mich angepasst. Ja, alles gut. So. Ich muss mal kurz gucken, ob das die gute Fahrerposition hier ist. Brauche ich noch mal ein bisschen Dope für die Straße. Oh ja. So. Und jetzt fahren wir nochmal. Also ich sag dir ehrlich, Diggi, du hast auf jeden Fall dich sehr gut tapfer geschlagen. Aber der Wagen ist, es ist ein Unterschied für mich zwischen Tag und Nacht bei diesem Auto, ob du ihn selber schalten lässt oder manuell schaltest. Du bist jetzt heute die ganze Zeit manuell gefahren? Die ganze Zeit. Und das ist auch, muss ich gestehen, der einzige Wagen, den ich jemals selber immer nur manuell geschaltet habe. Ja. Alle anderen Autos, alle AMGs, ich habe nie einen Wagen davon mit Schaltwippen gefahren. Immer die Automatik regeln lassen. Aber bei diesem Auto ist es so ein Genuss und eine Genugtuung, also selber zu schalten. Noch mal Mikro anpassen unter den Gurt. Ach so, ja, selbstverständlich. Ich steck Mikro immer so ein bisschen. Jetzt mach den Gurt nochmal drauf. Und dann machen wir es jetzt dann hier rein. Jo. Gut, alles klar. Jetzt gucken wir noch mal, dass wir den Wagen noch mal ein bisschen fahren. Autobahn sieht eigentlich ganz gut aus. Die geht auch noch ein Stückchen weiter. Wir sind in York raufgefahren, aber wir haben ungefähr noch mal die gleiche Strecke auch noch mal unbegrenzt. Moin, alle grillen wieder hier. Moin. So. Also Schaltwippen sind schon bei diesem Auto sehr wichtig, finde ich. So. Also an alle, die das jetzt hier sehen, in der Wiederholung oder ähnliches, wir fahren auf eine unbegrenzte Autobahn und bringen weder uns noch andere in Gefahr. Wir fahren so, wie es der Straßenverkehr zulässt. Gleich wieder. Jetzt
vorne nach oben zu der C drüber. Der Ladepunkt ist gut. Ja, das ist wieder so ein typisches Beispiel. Ne? Ja, man muss halt aufmerksam fahren. Ja. Bei 290 runter zu bremsen ist sehr unangenehm, aber ich mach dem jetzt kein. Der ist jetzt nicht auf einmal rübergezogen, weißt du, wie ich meine? Okay, ja. Adam, ich kenne die Autobahn auch sehr gut wie meine Westentasche. Du hast ja gerade gemerkt, die eine Strecke mit den Hügeln und so, man weiß ganz genau, wo man hier wie fahren kann. Und der eine Kollege, der gerade rübergezogen ist, ja klar, man könnte sich jetzt aufregen, aber ich war noch 200, 300, 400 Meter gefühlt weg. Und dass ich da jetzt mit 290 angebrettert bekomme, das kann er nicht wissen. Deswegen, bei dem anderen Menschen vorhin, bei dem anderen Autofahrer am Anfang, war ich sauer, weil der rübergezogen ist, obwohl ich 30 Meter gefühlt von ihm weg war. Aber bei dem war ich jetzt nicht, also habe ich mich jetzt nicht aufgeregt. Ich habe ja gute Bremsen. So. Das machen wir nochmal. Wir sind bei 110 und Abfahrt. 160. 200. 210. Ah, jetzt kurve ich. 3-mal die Autobahn fahren, um die magische 300 zu knacken. Das ist vollkommen scheißegal. Ich glaube, wir haben beide ein gutes Gefühl gehabt beim Autofahren gerade. Ja, absolut. Oh, ich liebe es. Ah, es ist so wunderschön. Ich wusste, dass du unvorbereitet bist. So, gut. Hast du kurz die Kamera geknutscht, ne? Ja, das war. Das ging doch leicht plötzlich nach hinten. Natürlich, der krasseste Impact auf einen selber beim Beschleunigen hast du natürlich von 0 auf 100, ne? Ja. Also, wenn ich von 0 auf 100 gehe oder versuche, das irgendwie auf der Autobahn zu machen oder so, dann sage ich immer den Leuten, die bei mir im Wagen sind, auch Bescheid, weil das dann so unfair ist. Es gab schon Leute, die haben Kopfschmerzen bekommen, weil sie halt so mit dem Kopf dann auf die Lehne geknallt sind. Ja. Ja, es ist dann immer ein bisschen unfair, das dann nicht anzukündigen, wenn man halt so vom, ne, von wirklich 0 auf beschleunigt, weil das ja auch die heftigste Beschleunigungsart ist, jetzt in meinem Wagen nicht dann so machen kann. Ja, ich verstehe das, aber ich war nicht vor. Ja, ich merke das. Thank you.
entgegengefahren. Ah, mein Handy, das ist mir gerade auf den Schoß gefallen, da kann ich nichts für. Das muss ich einmal ganz kurz wieder reintun. So. Diese Strecke hier ist so gefährlich bei Nacht, weil von links und rechts so oft Wild über die Straße läuft. Ganz gefährliche Straße, ihr seid ehrlich. Habe ich auch schon mehrfach erlebt, dass ich nachts, als ich damals noch beim Memo im Café war, dass ich nachts die Straße hier gefahren bin und irgendjemand an der Seite stand mit komplett kaputten Auto und einem toten Reh an der Seite. Da hier sind wirklich ganz viel Wild unterwegs. Das ist auch einer meiner größten Ängste, die ich ja immer habe beim Autofahren, gerade am Abend oder in der Nacht, Wild. Ja. Da habe ich wirklich höllische Angst vor. Auf der Autobahn und so, muss ich ehrlicherweise sagen, fahre ich ohne Angst, weil da ist ja oftmals Zaun und alles. Aber auf Landstraßen, selbst in der Nacht, selbst wenn ich schnell nach Hause fahre, fahre ich immer mit einem gewissen weniger Tempo. Also wenn nachts auf der Landstraße 100 erlaubt ist, fahre ich da vielleicht mit 70. Weil ich wirklich Angst habe, dass mir irgendwann mal ein Tier vors Auto läuft. Was ich ja leider auch schon zwei, dreimal hatte. Ja, um es zu stehen. Boah, das ist eine absolute Horrorvorstellung. Eine Runde durch die Süd cruisen oder was? Die legendäre Süd? Ja. Was sagt der Livestream? Wie fanden die Autobahnfahrt? Ja, die haben es total gefeiert. Das ist, ich glaube auch, gab es überhaupt schon mal einen Livestream, wo man mit 270 oder was wir da hatten, was hatten wir, 280? Ne, das höchste, was hatten wir, so 92 heute. 290, ja, 290 im Auto auf der Autobahn, glaube ich. Als Livestream? Als Livestream. Als Video mit Sicherheit, ja, aber als Livestream glaube ich noch nicht. Und das wäre auch mit einem normalen Handy überhaupt nicht möglich. Ja. Dann hast du wieder einen Rekord gesetzt. Bei Gamescom war an sich ein Rekord. Du kriegst einen Rekord deswegen, weil du die sinnloseste Anzeige bekommen hast in einem IRL-Stream. Ja, da habe ich noch andere Anzeigen, also, die noch sinnloser waren. Ich glaube, die sinnloseste Anzeige war, weil irgendein Zuschauer hat mich als Hurensohn im Livestream beleidigt. Ich habe ihn als Hurensohn zurückbezahlt, leider hat er mich angezeigt. Ja, das ist sinnlos. Der Wagen ist wirklich so ein Genuss, aber auch nur bei schönem Wetter, also bei Sonnenschein. Warmer Luft draußen, Fenster auf, dann ist das Auto wirklich ein Genuss. Oh, wir haben die magischen 7000 Kilometer geknackt. 7002 Kilometer. Ihr wart live dabei, Chat. Bei Adam gerade so, das ist die Kamera. So, also jetzt sind wir wieder in Buxtehude. Wir fahren noch mal in die Süd auf entspannt und werden da noch den Abend ausklingen lassen, beziehungsweise da dann den Stream langsam beenden. Hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. War eine gute Runde. Auch dieses Freestyle-mäßige einfach. Ja, ich glaube, sowas brauchen wir in IRL-Sims auch viel häufiger. Dieses nicht durchgeplante, sondern einfach chillig. Ja. Grob irgendwie mal so ein bisschen was festhalten, wie jetzt hier in dem Fall Lambo-Tour. Ja. Und dann einfach feuerfrei. Ja, eine Sache wäre natürlich auch noch mal direkt nach Hamburg reinzufahren, ne? Mal über Kiez. Ach, stimmt, so. Das haben wir jetzt gar nicht gemacht, ja. Nee. Aber da muss man gewisse Sicherheitsvorkehrungen noch mal anders treffen, weißt du? Das Ding auch. Ja, Kiez hatte ich mal gestreamt, auch mit Security. Aber eine Prostituierte hat mich trotzdem angegriffen, weil sie gedacht hat, dass wir in die Herbertstraße reinfilmen. Das war auch schon vor 5 Jahren und schon da war Stress. Aber ja, wenn man es ein bisschen organisiert, glaube ich, dann geht das. Ich glaube, die sind ja auch inzwischen ein bisschen kameraaffiner geworden.
Man muss ja nicht da in die entsprechenden Etablissementstraßen reinlaufen. Sondern Hamburg ist nochmal was anderes, ein anderes Pflaster als hier der Landkreis Stade, Digga. Ja. So, das ist jetzt offiziell Süd. Das jetzt gemacht, den kleinen Slide, und ich hätte mich so gegen Kannstein gesetzt. Also nicht, dass das passieren würde, aber stell dir mal vor, das hätte ich gemacht, Digga, was das für gewesen wäre. Was das für Clips dann noch gewesen wäre? Oh nee, Digga, das wäre aber nein, also so einen kleinen Slide um die Kurve mit dem Auto habe ich schon das ein oder andere Mal gemacht. Da weiß man schon, was man machen darf und was nicht. Und vor allen Dingen darfst du das nicht machen in dem Corsa-Modus. Dann liegst du dann in welchem Graben gefühlt. Das sind wir übrigens hier, danke nochmal an die Grünen, der sinnloseste Fahrradweg, der jemals gemacht worden ist. Über 100.000 Euro verschwendet für die Scheiße. Kein Fahrradfahrer, eine Handvoll vielleicht, benutzen den. Einfach den haben sie hier einfach mit in die Straße reingemacht. Links und rechts gute Fußwege und gleichzeitig auch Fahrradwege. Trotzdem sinnlos wieder unser Steuergeld für so eine Scheiße ausgegeben. Kein Schwanz braucht das. Kein Fahrradfahrer hat Bock, da drauf zu fahren, weil es absolut unsicher ist. Aber trotzdem haben die scheiß Idioten wieder ihren Kopf durchgesetzt. Sinnloseste Kacke, die es gibt hier. Was hat denn das so viel gekostet? Also warum hat das so viel gekostet? Ja, wenn ich eine Straßenkreide benutze, dann nehme ich 12 Euro dafür. Willkommen in Deutschland. Die Straßensimulatoren-Spiele da, die ich da gespielt habe, auch 150.000 Euro kosten. Schön vom Start ins Arschloch geblasen bekommen. Bup, 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 bup. Idioten. Oh, da ist jemand gerade erschrocken. Ah, hier wieder so ein GTI-Fahrer. Die sind mir immer ganz suspekt. Die sind mir immer ganz suspekt, sage ich dir. Das ist hier, also das hier ist wirklich ultimativ Süd. Also das ist hier Herz Buxtehude Süd. Also mehr Süd, sage ich dir, geht nicht. Und wir machen auch genau hier. Den letzten Abstecher. Und zwar bei meiner alten Schule, bei der Südschule Buxtehude. Hier bin ich zur Schule gegangen, hier bin ich groß geworden. Da habe ich meine Jugend verbracht. Maul. Da werden wir uns hier ganz provokant, aber drauf geschissen, hinstellen. Ah, ja. Ah, das ist hier Wohlfühlfaktor hoch 10. Oh. Alle wieder wild, Jamil 216, Altstadtfest, Freitag. Achso, ist von meinem Kollegen hier. Lul. Ja, das ist hier die Südschule, hier bin ich selber zur Schule gegangen. Das ist, der eine oder andere von euch kennt es ja auch noch aus der Real-Life-Story, das ist jetzt nicht ganz genau hier. Und ich habe den Platz ja auch schon oft gezeigt, wo ich gepennt habe, als ich obdachlos war. Aber hier sind so die Bio-Räume, da hat man auch mal das ein oder andere Mal zapzerab gemacht damals. Ja, das ist hier die Süd, hier auch mein Kollege Jamil bei Instagram, Jamil.216. Ein Rapper aus Buxtehude, guter Mann, habe auch schon öfters mal seine Songs bei mir in die Story getan, weil er wirklich ein talentierter Musiker ist. Der hat hier wahrscheinlich, der tritt Altstadtfest auf hier in Buxtehude. Alle wieder wild. Ein guter Junge, talentiert, hoffe, der startet richtig dick durch. Ja, was soll ich euch sagen? Willst du noch mal hier in die Taschenmuschi reinfilmen? Sieht jedes Mal wieder so wunderschön aus. Oh, nee, doch, sieht man. Ein richtig schöner Handwärmer. Ja, was soll ich euch sagen? Das war. Ist es auch so, dass dir das so viel kleiner vorkommt, als du das in Erinnerung hast? Das hier?
Ja, Schule schon. Allgemein, Schulhof? Ja, es hat sich auch schon viel hier verändert, nicht jetzt in diesem Bereich hier. Aber definitiv war die Welt früher irgendwie alles viel kleiner. Ja. Ja. Okay. Schule stresst mich irgendwie total, wenn ich so rückblickend drauf denke. Ich vermisse die Schule und denke mir so, dass man hätte auch die Schulzeit besser noch nutzen können, sage ich dir ehrlich. Ja, das auf jeden Fall, ja. Hundertprozentig. Gut, okay, das soll es gewesen sein. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Ein kleiner IRL-Stream spontan. Ich habe es auch gar nicht angekündigt, außer im Livestream habe ich gesagt, jo, hier mal morgen Livestream. Das war der IRL-Stream aus Buxtehude, Landkreis Stade. Ich hoffe, die Tour hat euch gefallen. Mit Sicherheit wird es da auch nochmal einen Teil 2 geben, wo wir vielleicht nach Hamburg reinfahren oder andere Dinge auschecken. Ja, und ich würde sagen, lasst euch gut gehen. Ich hoffe, ich habe euch den Abend versüßt. Bleibt gesund und munter. Wir sehen uns morgen wieder in alter Frische bei mir zu Hause. Kuss auf die Nuss. Danke für den Support. Hab euch lieb. Ciao. Danke. Moin. Bis dann. Lieben Dank für alles. Macht's gut. Ja.